Jetzt kommt das Intro, da freue ich mich immer drauf. Das ist cool. Ja, Apothekari. Den fängst du an. Mit dem fangen wir an. Damit der. Das ist die 5. Dann gibt es W6 Mortals. Ja. Möchtest du nicht mehr? Das war 2-6. Ich hau ins Netz. Tot. Schnell. Sinus überall, Auspex zu scannen, das Feld, es hält mich nichts auf, die Mission zu erfüllen. Befehl ist Befehl und der Lohn ist Gewinn. Für den Imperator, für die Watch und für den Norden. Springe ich aus der Landungskapsel wie ein Wilder Richtung Norden. Ein Jeans-Dealer brüllt und greift mich an, doch mein Bolter hustet kurz und er teilt sich dann. Verdammt, dieser Feind ist brutal in der Überzahl, doch die Kehlen dieser Füchse erweitert bald mein kühler Stahl. Hinter der Ruine. Oh, ja. Was soll man denn erzählen? So Leute, Bauhaus eingezogen, einen wunderschönen guten Tag, liebe 40k-Athleten. Hier ist wieder euer Ramses von den Kings of the Hill. Und ich bin hier heute zu Besuch oder zu Gast bei Conny und dem guten alten Benny. Einfach zwei Leute, die ich sehr gerne mag. Auch die den Club, die Pathfinder vertreten mit unter anderem. Ich glaube, du bist auch Präsident, ne? Wenn ich das, Stellvertreter. Stellvertreter, genau. Und hier im bescheidenen Bochum sind wir am Start. Und wir machen heute einen richtig geilen Battle Report, wie wir es euch versprochen haben. Werden wir euch die neuen Dark Elder gegen Dark Angels zeigen oder Drukhari, wie man es auch nennen oder was auch immer. Wir spielen knackige 2000 Punkte. Wir sind sehr gespannt, was kommt, und mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Start. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auch heute, dass ich in der Moderatorrolle bin, sage ich mal, weil das für mich das so ein bisschen entspannt. Ich kann mich mehr darauf konzentrieren, dass das Bild nicht so wackelt, dass der Ton einigermaßen stimmt. Seht es uns bitte nach, dass ich immer noch kein drittes Mikro habe, beziehungsweise wir noch keine gute Lösung gefunden haben, wie wir das mit dem dritten Mikro machen. Es ist aber wichtiger, dass die beiden Spieler ein Mikro haben und die klar verständlich sind, was sie machen etc. Ich versuche mich auch in meinen Sprüchen ein bisschen zurückzuhalten. Ach, warum denn? Ist doch immer gut. Ja, ist immer gut, aber ich habe schon, also man hört ja alles, der eine sagt, oh, mach mehr, der andere sagt, mach weniger. Ich sage, ich mache es eigentlich so, wie es mir Spaß macht. Von daher freue ich mich erstmal, sage ich nochmal natürlich hallo, ihr beiden. Ja, hi. Und wir zocken heute. Mission haben wir, glaube ich, schon ausgesucht, bauen wir gleich geil auf. Erklärt doch einfach mal, wir fangen an mit, Conny, weil es der neue Codex ist. Jo. Was hast du denn heute dabei? Geh doch mal detachment-mäßig. Ja, also ich spiele Triple Patrol, einfach damit ich die 14 CP zum Start habe, weil davon gebe ich auch nochmal 5 vor Spielbeginn aus. Mhm. Ein Patrol Cabal of Black Heart, da ist halt drin der Archon, 2x5 Mandrakes, 10 Krieger, die halt aufgewertet werden zu Trueborn mit 2 Blastern und einer Lanze, dann 2 Raider mit Lanze, 2 Venoms, ein Ravager mit 3 Lanzen und der Bomber. Der gute Void Raven. Ja, mal gucken. Micha hat mich da bei dem Podcast doch nochmal drauf gebracht, da mal zu probieren. Mal gucken, wie das mit der Bombe so funktioniert. Ist ja schon ein bisschen Mindgame so mit, du kannst irgendwo hinfliegen und alles in 6 Zoll kriegt Mortals. Ja. Einfach mal testen, wie das heute gegen Dark Angels läuft. Ja. Dann das zweite Patrol ist Cult of Strife. Da sind 2 Succubus drin in der HQ. Die erste Succubus ist mit Razor Flails und dem Relikt aus dem Book of Rust mit +1 Stärke, +1 Damage. Frag mich gerade nicht, wie es heißt. Ja, und kriegt den Warlord Trait, dass 6 beim Hit Mortals machen. Entsprechend dem Damage der Waffe. Die zweite hat die Whip aus dem Codex als Relikt. Die macht halt verwundet immer auf 2, -4, 2 Schaden, also Gift 2 und +3 Attacken. Dann sind da nochmal drin 12 Bikes, 4 mit Heat Lances, 10 Helions und 10 Haggerschienen, aufgewertet zu Blood Rites.
Hast du extra die Bikes und die Hellions, weil es dieses Flutter-Gym gibt, dass sie sich gegenseitig pushen? Oder ich finde das Flutter-Gym richtig gut. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Und Hellions, es fehlen nochmal 10, also ein 20er Blob, hätte ich auch nochmal Bock zu spielen. Ja, okay. Ja, und dann noch ein drittes, ganz kleines Detachment mit Drasa und 2x5 Rex ist ein Dark Technomancer. Und jeder von den 5 Rex halt hat 2 Flamer drin. Ja, geil. Ja. Also klingt knackig, Leute. Falls ihr es noch nicht gehört habt, ja, Conny war auch zu Gast bei unserem Drukhari Dark Elder Podcast. Ich glaube, der nächste Podcast, den wir hatten, 2 Stunden oder so. Aber wirklich informativ und richtig, ich hab das richtig gefühlt, war richtig coole Stimmung. Ja, und man muss zu beiden Spielern heute sagen, also was ich richtig cool finde, unabhängig, dass ich sie gerne mache und so, ist, das sind beides quasi, also Conny ist seit Ewigkeiten schon der Drukhari Dark Elder Spieler und Benny ist, seitdem ich ihn auch kenne, der Dark Elder Spieler. Das ist auch jemand, der lange probiert hat mit den Dark Elder. Ich hatte sie schon, bevor sie gut waren. Genau. Und lange bevor, oder auch in Zeiten, wo sie nicht oben waren, ne, da hat er probiert und geguckt, was ging und so. Fürs Mittelfeld hat es immer gereicht. Genau, also deswegen jemand, der da auch die Fraktion mehr als würdig vertritt. Beide Spieler haben nicht hundertprozentig die Liste, die sie eigentlich bringen wollten, aufgrund, ja, ein paar Modelle fehlen noch, Gemahlstatus und so weiter und so fort. Kommen wir zu den Söhnen von Caliban, den Söhnen von Lionel Johnson. Was hast du heute bei Benny? Ja, erstmal nur ein Drittel so viel wie der Conny scheinbar. aber das bin ich ja gewohnt als Marine-Spieler. Ich habe ein Vanguard-Detachment mit. Mhm. Das ist ein Deathwing Vanguard Detachment. Da haben wir als Haku den Azrael, den Ezekiel, weil ich finde, die sind beide ziemlich stark. Mhm. Azrael gibt mir noch 2 CP dabei. CP ist Mangelware bei den Dark Angels, die sind ziemlich hungrig. Dann natürlich ein paar Thermis, ein 5er, ein 10er Trupp mit Obsec. Der 5er Trupp ist optional für das Dark Angels Ziel, womit ich dann mein Missionsziel hinten halte. Mhm. Das muss eine Core-Einheit sein. Dann da drin habe ich einmal 6 Black Knights, aber günstig gehalten. Keine Nahkampfwaffen, weil die mir immer so schnell wegsterben, erfahrungsgemäß. Zuvor machen sie schon mal ein bisschen Schaden. Aber keine Nahkampfwaffen, ne? Keine Nahkampfwaffen, nein, das ist zu teuer. Ja. Dann einen Ravenwing Apothecarius mit dem Repentant Relic, dass ich den Rettungswurf auf 5+ verschlechtere. Natürlich mit dem Warlord Trait, dass er der Selfless Healer ist. Übrigens spielen wir heute schon nach dem neuen Errata, was jetzt nicht so richtig heftig war für die Dark Angels. Ich habe mit dem 3 Zoll auf 6 Zoll auf 3 Zoll habe ich gerechnet, der Rest interessiert mich eigentlich nicht so. Also okay, war eigentlich klar, dass das ein Druckfehler war. Ja, das ist schon das Vanguard Detachment. Dann haben wir noch ein Petrel. Leider muss ich noch ein Petrel dazu nehmen, vor allem weil ich die Hakus gut finde von den Dark Angels und das Vanguard Detachment nur 2 Slots hat. Ich habe dadurch da noch 2 Tellenmaster, somit das beste Modell im Dark Angel Codex, finde ich. Mhm. Einer davon hat auch einen Warlord Trait bekommen, dass er zurückfallen und schießen darf und auch angreifen wieder. Und ein Relikt, das heißt Arbiter's Gaze, das trifft immer auf 2, auch im Abwehrfeuer und erlaubt keine Deckung gegen den. Dann ein bisschen zum Screen habe ich hier einmal 5 Infiltrator, die können auch Marke halten mal. Und was ich ziemlich cool finde, was ich noch jetzt testen werde, ist auf jeden Fall der Dark Angels Landspeeder Vengeance mit der Plasma-Kanone. Landspeeder haben keinen Core, das finde ich ein bisschen kritisch, aber wir werden mal schauen. Und zu guter Letzt noch ein Trupp Eradicators für die dicken Dinger mit Multimelter und Heavy Melter Rifle für immer 2 mehr Schaden. Also ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Erstmal sieht es ja sowieso, ihr seht uns ja jetzt nur rechts oben als kleiner Kasten. Ihr werdet die Bilder jetzt im Vordergrund sehen und also beide Armeen schön bemalt, immer schön auf fürs Auge. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, den Weg, den Benny geht. Das ist auch so mein Gefühl. Also ich als, sage ich mal, noch nicht so langjähriger Dark-Angels-Spieler gehe auf jeden Fall auf den Ravenwing mehr, weil es einfach Bock, die zu spielen. Und ich glaube, da tendiere ich auch langsam hin. Also ich hatte erst nur Deathwing probiert, weil es einfach so mächtig ist mit dem höchstens 4+ verbunden. Du hast einen großen Vorteil, aber du hast wenig Modelle, noch weniger als das, was jetzt da steht. Du bist gar nicht mobil und das ist auch nicht mein Spiel, nur aushalten und sitzen, das ist langweilig. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass auf jeden Fall ein Schlüssel in dem Hybrid liegen wird, so ein Anteil an Terminatoren, da muss man dann gucken, wie viele und welche, und halt ein Anteil an Bikes. Genau. Oder man, ja, also die haben da echt ein paar interessante Auswahlen. Ja, von daher würde ich einfach sagen, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, bauen wir jetzt eine schöne Mission auf, machen die Sekundärmission und all den ganzen Kladderadatsch.
Ja. Und dann machen wir ein geiles Spiel, wo hoffentlich die Dark Angels anfangen. Wäre mal schön, schon lange nicht gewesen. Genau. Bis gleich. So, ihr 40k-Süchtigen. Mit dir eure Droge in Form von Kampfdrogen und auch anderen Stilen wie der Dark Angels haben aufgebaut. Das ist die Platte, ich finde sie mega. Ich muss mal hier Lob an Benny machen, dass er da. Ich gehe hier einmal kurz ran. Ist das so verschwommen? Ich weiß nicht, muss der Baum stellen. In jedem Fall ja, haben wir aufgebaut, wir spielen die Mission Sweep and Clear. Wir nennen es auch den Ring der Lust. Also ein Marker in der Mitte, Viertel werden gemacht. Den wird den Roll-Off gewonnen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Nee, den Aufstellungsroll. Den habe ich gewonnen und genau. Benny zuerst auch schon. Der Klassiker, weil es relativ gleich ist. Wir beide haben einen großen verschwerte Sichte-Blocker hier. Genau, und ja. Wollt ihr was? Nee, Sekundärmission machen wir noch schnell. Dark Angels haben genommen. Genau, ich habe genommen einmal Grind Them Down, einfach weil er viele Einheiten hat. Dann habe ich das Dark Angel Ziel genommen, Stubborn Defiance. Dafür nominiere ich den Marker hier natürlich, den muss ich der Reihe nach halten. Und er hat 4 Charaktermodelle, die kommen eh zu mir, daher habe ich gewählt, dass ich die töten muss. Assassinate. Okay, und genau, die Lustsklaven von Gomorrak oder was ist das da? Genau. Ja, ich habe genommen Engage on All Fronts, ja. Scramblers, ja. Und das Drukhari-spezifische Takes Them Alive. Genau, wir fangen sie lebendig oder so. Also genau, klar. Dafür muss ich halt einen Charakter oder ein Fahrzeug töten. Mhm. Pro Im Runde. Nahkampf, ne? Im Nahkampf pro Runde, dafür gibt es 3 Punkte. Und dann nochmal irgendeine andere Einheit außer Charakter, Fahrzeug oder Monster im Nahkampf, und dafür gibt es nochmal 1 Punkt. Genau. Leute, ihr hört die Natur im Hintergrund, aber das muss sein. Heute ist geiles Wetter, deswegen sind wir drin. Sonne tut uns nicht gut. Wir haben wenigstens die Tür offen. Genau. Und ja, ich würde sagen, also wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, der Bomber hat tatsächlich schon so ein bisschen psychologische, würde ich sagen, Auswirkungen gehabt. Aber man kann ihn einfach nicht verteidigen, vor allem nicht, wenn man auch nicht so viele Einheiten hat, wie das bei Marines üblich ist. Deswegen kommen wir jetzt zum Roll-Off, würde ich sagen. In der Live? Mitte, bitte, wo der live in der Mitte mit den neuen Drukhari-Würfeln? Ja. Wie viel macht eine? 4. Die 6 ist der Löwe. Wo ist die? 5 reicht schon. Komm, mach die 5. Das ist die 1. Aber ganz ehrlich, ich will nicht anfangen. Ja, aber ich fange auch an. Ja, musst du ja auch. Ja, das ist unscharf, aber es ist eine viel Spaß. Frage. Genau. Gutes Spiel hier. Ja. Hast du schon einen Plan kommen? Also, erstmal fliegt der Bomber da hinten drüber. Ja. Juhu! Party. Und den Rest. Gucken wir uns das gleich mal an. Der Rest ist unnötig. Der Rest ist egal. Dann werden wir uns in der News-Phase, Leute. Und genau, die Bomber werden wir live auswürfeln. Von daher bis gleich. So, Leute, wir sind. Der Bomber ist drüber gesaust. Ihr seht es. Er ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Geht dann irgendwie 80 Zoll oder so. Hat die Bombe geworfen. Genau. Und die kommt. Die Mechanik jetzt. Ja, ich will jetzt einen Punkt, wo er drüber geflogen ist. Mhm. Das wird halt irgendwo einfach hier sein. Ja. Und dann bekommt jede Einheit außer Fahrzeuge und Monster auf die 4+. W6 Mortal Wounds und für Charakter ist es halt auf die 5 plus. Okay, cool. Dann fangen wir an mit dem Apo. Das ist der wichtigste. Ne? Das ist eine 4. Nee, das ist nix. Dann Astro. So ein Glück. Das ist auch nix. Und hier hinter steht noch so ein schöner Psyker. Ja. Das ist leider auch nix. Heute ist mir das Glück einfach nicht hold. So, Conny, jetzt hast du das Spiel verloren. Die Bikes. Genau, auf die 4. Nee. Auch nicht. Die Thermis. Auch nicht. Dann haben wir hier noch den kleinen Trupp Thermis. Ja. Auch nicht. Und die Eradicators. Genau. Auch das nicht. Das waren jetzt 5-2 hintereinander, oder? Genau. Ja, und das war's. Hast du die Bikes gemacht? Genau. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube doch. Doch, die Bikes habe ich ganz am Anfang vor den Thermis gemacht. Ja. Also man sieht hier, 4+, ist ein 50-50. Es könnte ja natürlich auch sein, dass er direkt die 5 macht auf dem Arco und dann auch noch 6 Runden macht. Also kann alles passieren. In diesem Fall hat er leider mit der Bombe nicht viel gemacht, aber er kommt ja gleich wieder, kann dann zumindest noch schießen. Und ja, damit gehen wir jetzt, glaube ich, in die Bewegungsphase, ne? Ja, okay. Genau. Bis gleich, Leute. Schau das mir eben. So, liebe Leute, Conny geht jetzt nochmal, spielt nochmal. Schön nach. Die Bewegungsphase der Drukhari, Dark Elder, ist vorbei. Ja, hier ist natürlich nicht weiter was passiert. Wo ist denn was passiert? Wo willst du anfangen, Conny? Ja, die beiden Venoms mit den Rex. Die eine habe ich fest advancen lassen, die hintere, dass sie bis nach vorne kommt. Die andere ist 15 advanced. Mhm. Jetzt wollen die Rex hier drin mal ein bisschen in die Infiltrator flamern. Okay, die Barke ist ein Stück nach vorne mit den Haggerschienen. Die eine Barke ist da hinten auf den Marker gefahren. Mhm. Dann den einen Trupp Mandrax habe ich wieder in die Reserve gestellt, dass die shoppen können. Die waren vorher
Feuer hier. Ist das genau. Von CP oder einfach so? Nee, das können die von Haus aus. Die können jetzt halt infiltrieren und dann einmal im Spiel kannst du die von der Platte nehmen und irgendwann wiederbringen. Das ist eine ohne extra Kosten, okay. Ja. Mhm. Und die Mandrakes sind advanced nach vorne. Die will ich hier halt haben, um die Bikes entweder nach darum, also dass sie darum müssen, genau, den längeren Weg gehen müssen oder hier halt vorstehen und nochmal gucken. Also eine Art Move-Block oder genau. Richtungsweisung, die sagen wir. Genau, dafür stehen die da. Mhm. Okay. Okay. Ansonsten ist hier hinten alles mehr oder weniger, wartet erstmal noch eine Runde. Ja, ja gut. Und dann gucken wir mal, okay. Was jetzt passiert. Kommt jetzt noch genau Schussphase? Oder? Jetzt kommt die Schussphase, genau. Psi haben wir ja nicht. Ja, willst du durchziehen? Achso, ja. Wir können durchziehen. Ja, du hast nicht so viel zu schießen, oder? Nee, so viel sind es nicht. Hier sind es halt 4 Flamer. Ja. Also der erste Trupp Flamer hier rein. Ja. Überladen heißt, die haben jetzt Stärke 4, minus 2, 2 Damage und plus 1 zu Wund. Das ist Technomancer, ne? Dark Technomancer, genau. Was ist das jetzt? Was schießt der jetzt? Stärke 4, minus 2, 2 Schaden. Wie viel Schuss? 2W6. Aus jedem Ding pro Wendung 2W6. Ja. Leider bringt ihr tatsächlich minus 1 zu Hit nichts und auch nicht Transformade, weil einfach Stärke 4. Ne? Ja, plus 1 zu Wound. Hast du plus 1 zu Wound? Durch das Überlinsen, plus 1 zu Wound, plus 1 Damage. Okay. Und was ist da drin? 2 5er Trupp Rex jeweils. Also die haben Standard, ne? Die haben. Ja, die haben Offset und halt jeweils einen Charakter. Ja, dann mach mal. Okay. Dann der erste. Okay. Oh, den würfeln wir nochmal hier. Ja. Der ist in dem Gelände gelandet. Neun. Das sind 9. Spin-off. 5, 6, 7. Keine einfach jetzt auf die 3, ne? Einfach jetzt auf die 3, genau. Ups. Einer auch nochmal. Der Wurf war. Der muss den auch nochmal. So, ist aber nichts. Ja, genau. Du hast nicht so viel. 4 mal. Minus 1, 2 Schaden. Minus 2. Ja? Minus 2. Also auf die 4 plus, ne? Ja. Ich würde sagen, dann geht einer. Und die zweite Venom macht das Gleiche. Und hat dann die Venom selber noch einen Schuss? Ja, ne? Da die Advanced sind nicht, weil die haben okay. Rapid Fire. Beziehungsweise schwer. Das sind nur 5. Okay. Das ist dann nochmal 4 Stück. Ja. Wieder die 4 plus. Nicht so gut, aber... Ja, aber perfekter Schnitt hier. Ja. Okay. Das hätte aber auch deutlich anders ausgehen können. Dann schießt hier hinten der eine Raider auf die... Ne, auch auf die Jungs hier. Ja, Raider geht auf die... Genau. Auf die Infiltrator. Mhm. Blackheart, darf ich immer einen Treffer wiederholen? Achso, wie Salamander. Genau, das ist wieder Salamander Reloading beim Treffen. Geil. Trifft, ja. Auf die 2 verwundet. Ja. Mit minus 4. 6. Jetzt mal Transparent. Nö. Ist einer tot. Ja. Was ist das? Lanze? Ja. Müssen wir nicht W6 schauen? 3 plus W3. Ah, hat sich auch geändert. Ganz, ja. Normal. Ganz normal. Ganz normaler Tag. Ja. Ganz normaler Tag. Ja, und dann schießen die Mandrakes noch, weil sie können, auf die Bikes. Ja. Das sind 4 Stück. Mhm. Jeder 2 Schuss, sind 8 Schuss. Jetzt haben die Sturm. 18 ja. Zoll passt, gell? 18 Zoll. Easy. Okay. Auf die 4 noch. Ja. Und 6 beim Verwunden gleich allerdings erst. Ja. So. Achso, okay. Und Stärke 4 auf die 5. Mhm. Okay. Können wir 6 sehen. Eine 6. Eine 6 macht eine Mortal und ansonsten noch einmal Rüsten mit minus 1. Die Mortal kommt nicht zusätzlich, ne? Doch. Doch. Achso, das ist einfach nur ein. Okay. Einmal Rüsten minus 1 auf die 4. Nicht? Und eine Mortal. Wie viel Schaden macht der? 1. Dann 2x 4 noch Pain. Ja. Nö. Dann kriegt der 2 wahrscheinlich ja. Hochgeheilt. Gut, das Ziel war schon, die da wegzutöten. Das ist ein bisschen unruhig gelaufen. Ja, aber ansonsten erstmal Lauerstellung und gucken, was die Dark Angels wahrscheinlich machen. Ja, aber wir chargen hier hinten noch. Yes! Denn Blackheart, auch die Fahrzeuge sind Blackheart und ja. Deswegen dürfen die nach mit Advanced chargen. Okay, dann kommt und hierfür brauchen wir eine 8. Das ist die 9. Die 8, weil jetzt neuerdings wird jetzt von hier gemessen, nicht mehr von der Base. Genau. Die können was im Nachkampf auch ein bisschen, ne? Kommst du die denn können auch ein bisschen was im Nachkampf. Es reicht doch, wenn ich hier hinkomme. Stimmt. Ja. Okay. So, die haben jetzt 3 Attacken. Ja, auf die? Auf die 4. Okay. Darf ich wieder einen wiederholen? Darf ich wieder einen wiederholen? Okay, cool. Das sind 2-mal. Und die haben jetzt allerdings nicht mehr Stärke 4 minus 1, sondern Stärke plus 1. Und die haben Stärke 5, also die Stärke 6. Oder haben die sogar Stärke 6? Schaden? Nee, einen Schaden. Okay. Leider nur ein Schaden. 2x minus 1. Komm schon, ein Leben will ich noch haben. 3 und. Nein! Dann ist er tot. Und dann können wir mit dem hier wieder 3 Zoll. Ja, zur nächsten einen musst du, ne? Ja. Achso. Schräg machst du. Ja, machen wir ein bisschen schräg und dann steht er halt hier. Okay.
Dann war das aber Turn 1, ne? Würde ich sagen. Dann hier. War das Turn 1 von mir, ja. Okay, hast du auf jeden Fall. Du hast Killmore genommen. Oder hast du das genommen? Ich habe das genommen. Oh. Jetzt muss ich schon zwei Einheiten töten. Ja, aber hättest du ja theoretisch da. Er lenkt dich da auf jeden Fall. Hast du schon einen Plan, was du machst? Oder? Mein Plan ist jetzt auch erstmal vorsichtig vorgehen, weil ich weiß, was die da hinten, wenn die über mich drüber schweben, gibt. Hagelt es tödliche Wunden und das mögen Dark Angels gar nicht. Genau. Deswegen mal schauen. Ja, also Leute, das ist halt sehr interessant, so eine Art Stare-Down-Lauerstellung, weil man weiß einfach nicht, sowohl der Benny als auch ich, man weiß nicht, was dieser Block jetzt so richtig macht. So, das ist ja, so ein bisschen verborgen. Von daher melden wir uns dann mit der Bewegung der Dark Angels Runde 1. Wolltest du Punkte noch? Ja. So Leute. Die Sache der Dark Angels, der Zug ist durchgeplant. Wenn ihr jetzt nehmt, wenn es richtig gut läuft, was passiert jetzt? Wenn alles gut läuft, gehen die beiden Venoms weg und ich kriege den Inhalt tot. Ja. Könnte aber schwierig werden. Dann möchte ich hier noch drauf schießen auf den Raider, um ein bisschen die Gefahr zu minimieren, dass der mir noch was tut. Da kommt zwar noch dann Infanterie raus, die den Marker hält. Ja. Und hier die Mandrakes würde ich ganz gern vom Tisch haben. Ja. Also ich war jetzt generell sehr defensiv, weil ich nicht wirklich weiß, was mich erwartet. Und der Conny kommt sowieso früher oder später, von daher. Es ist sehr, sehr interessant, wenn wir nicht sind, hier beide so, sind ja quasi die Imperium-Seite. Und wir fragen uns, was gleich als zwei so passieren kann oder so. Conny hat dann auch das ein oder andere Strategie bereit. Und einfach Ultra-Speed, das sieht irgendwie aus wie so eine, wie soll ich sagen, so ein Raketenpot, der da bereit ist, die Raketen abzufeuern. So. Aber schauen wir mal, was passiert. Genau, deswegen du eigentlich noch relativ gleich geblieben. Eigentlich hattest du die Raven Guard ein bisschen gelegt, ne? Raven Guard? Nee, Raven Wing. Was musst du noch lernen, ne? Ja. Nein, die haben sich ein bisschen bewegt, die sind advanced, damit die da auch weit genug fahren können. Ja. Minus 1 kriegen die eh aufs Treffen durch die Venoms, von daher. Jetzt haben sie auch noch einen 4er Rettungswurf. Okay, da würde ich sagen. Genau. Achso, in der Command-Phase hast du den vollen Reroll auf die Black Knights gegeben. Genau. Und Deck ignorieren ist nicht wichtig durch die... In dem Fall gerade nicht, nein. Gut, dann kommen wir in die Zauberphase, ne? Jo. Soll ich direkt durchmachen? Ja, Ezekiel ist genau auf 18 Zoll zu den Mandrakes, deswegen versucht er sich mal einen Smite. Mhm. Das ist eine 10. Er bekommt leider nur plus 1 auf seine eigene Disziplin, deswegen sind es nur W3. Habe ich auch nach dem letzten Spiel gelernt. W3 aber. Sind trotzdem 3 Dödelige. Dann nehmen wir das runter. Das läuft doch schon mal gut. Und da möchte ich noch die Fight des Repugnance auf den 10er Trupp Thermis machen. Ich muss eine 6 würfeln, ich brauche aber eine 7. Also ich vermisse die vielen Open-Würfe jetzt schon. Das ist eine 8 plus eine 1. 4 und 8 hat er gemacht. Gut, damit haben die komplett Rerolls im Nahkampf. Die Thermis, ne? Ja. Mhm. Gut. Ja, da sind wir schon in der Erschießungsphase. Ja. Ich beginne mal mit den Eradicators. Die haben keine Alternativen außer dieser Venom hier. Deswegen schießen die alle da drauf. Die sind standhaft geblieben. Dark Angels, die sich nicht bewegt haben, kriegen plus 1 aufs Treffen. Also auf die 3. Genau, genau. Ich habe da 3 normale Melter drin. Also 6 Schuss, weil die zweimal schießen jeder. Und einer hat einen Multimelter. Und einer hat einen Multimelter, genau. Eigentlich hätte ich die auch alle zusammen machen können, ne? Ja, kann ich zusammen machen, weil... Plus 1, minus 1 hebt sich auf. Ja, okay. Eine 1 zu wiederholen. Eine 1 zu wiederholen, genau, durch Azrael. Jo, ja, ich glaube, das sollte reichen für eine Venom. Auf der 3 mit 1 wiederholen. Auf die 3 mit 1 wiederholen. Naja, ich komm jetzt auf die Elder-Würfel an. Was ist denn das? 6 Stück. 6 Stück. Müssen 3 durchgehen. So. Ja, gehen alle durch. Hat keinen geschafft. Ich würfel mal nicht. Wahnsinn. Ob das Ding denn explodiert? Nee. Und dann sitzen da 6 Dudes drin. Alter, Digga. Aber wie ich Conny kenne, ich weiß, was sein Plan ist, ich weiß, warum. Aber das sind trotzdem 4 Einsen von 6. 4 Einsen beim Aufsteigen gebrochen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Glück ist noch nicht mit dir. Nee. Das war mal anders. Er ist halt nicht dem Imperator treu. Aber ich weiß, warum. Außerdem spielt er mit 9 Würfeln, die müssen sich erst einspielen. Ich glaube, die mussten mehr rollen. Also wie viel kommen noch raus jetzt? Einer ja, nur noch 2, ein Archon und ein Rack. Also das war sehr hart, Leute. Also echt 4 Einsen ist sehr wild. Und dann steht der eine Rack hier. Genau. Und hier nutzt der Archon. Das ist auch ein klassischer Trick, den wir oft sehen mit Transportern. Er ist immer noch auf dem Marker. Und hier nutzt der True Line noch Side. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und der Archon geht hier. Das hat er natürlich gesehen, die Tür. Das heißt, es wird schwierig für die Jungs, die den Rest des Inhaltes
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass vier Leute sterben und er dann halt nicht genau, alle verstecken kann. Musste, ne? Aber ja, jetzt ist der Eichhund da ganz kuschelig, hast keinen direkten Beschuss. Okay. Ich denke mal, dann kann er leben. Ja. Aber jetzt hast du schon mal ein Ziel erfüllt. Ja. Ja, nicht ganz, ne? Der Inhalt steht ja noch. So, dann machen wir weiter mit den Black Knights. Die stehen auf 18 Zoll zu der zweiten Venom. Ja. Die überladen ihre Waffen auch. Yes. Genau. Ja, und da geben wir doch dann einfach mal das... Ist kein Strategy. Ach so. Das ist nur normal Plasma. Ach, ich dachte, du meinst, du machst dieses... Okay. Genau. Er überlädt einfach, damit er zwei Schaden macht. Ja, ja. Okay. Genau. Ich dachte, er macht den einen Schaden. So, wir haben 12 Schuss. Mhm. Jetzt auf die Vieren. Auf die Vieren alles wiederholen. Ich mach mal einzeln. Muss er machen. Ich fange mit dem, drin, also fang mit dem Sergeant an. Ja. Der trifft. Nee, das ist mir zu heikel. Nimm das Ding weg. Was nee, mach mal da drin würfelst du immer gut. Dann nehmen wir einen, irgendwie einen anderen. Der trifft beide. Die wird wiederholt. Aber ein anderer Würfel, ne? Echt, so machst du? Ja, sicher. Das finde ich gefährlich. Okay. Meinst du, das ist gefährlich? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, okay. Okay. Ich sag nichts. Ich bin nur Hammer, dass ich schaue. 2000-jährige Erfahrung vom Pyramidenverleih, ne? Genau. Aber da bleibt auch viel Wissen einfach verborgen. So, dann haben wir 6 Treffer. Ja. Ich verwunde dich auf die 3 und weil die Core sind, dürfen die Einsen wiederholen. Ein Hardcore. Hardcore sowieso, aber brauche ich nicht. Macht aber nichts, brauchst du nicht, weil so wie du heute würfelst. Da haben wir ein kleines Würfel gemacht. 6 Mal, ne? Ja. Einer. Aber das gleicht den ersten Wurf bei der anderen Venom aus, wo einfach. Gefährliche Würfel, alles gut. Die spiken in beide Richtungen bisher, muss man sagen. Entweder Feel No Pain hast du noch nicht, ne? Ja. Habe ich gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Dann 2 Schaden. 2 Schaden, ne? Mhm. 2 Leben gezogen immerhin. 4 sind noch übrig. 4 Leben sind noch übrig. Den hast du, die hast du eben. Ein bisschen habe ich noch. Versuchen wir es erstmal mit dem Raketenwerfer von dem 5er Thermitrupp. Und der Rest der Truppe kommt auch mit 24 dran. Ne? Ja, ist ja egal. Kriegt der eh durchs Bewegen. Ich schieße die 2 schweren Raketen und 3 Sturmbolter auf die Venom noch. Ja. Ich fange mit den Raketen an, auf die 4. Und der Rest geht woanders hin wahrscheinlich. Nee, der Rest hat Klaue und Hammer. Auf die 3, 1 wiederholen. Nö. So, 4 zum Verlieren. Nee. Mit der S, ne? Mit der S 2. Auf die 5. Kommt einer. Da haben wir den W6 Schaden. Was haben wir da? 2 Damage. Ich glaube, da bin ich gierig. Ich muss das Ding weghaben. Jetzt wollen wir aber nicht die 2 die 1 sehen. Das ist ja traurig. Oh. Strafe muss sein. Verdienterweise, weil da so ein Apo noch immer lebt. Okay, dann noch 12 Schuss Sturmbolter. Geheimdienstinformation. Hier ist eins, ne? Auf die 4. 4. 1, so, 6 und 3. Das ist bei 1 CP jetzt, die auch plus 1 mitgeben können. Ja, wegen des Stehenbleibens, aber. Nee, nee. Oder. Ach, Thermis, ja. Aber ich habe ja noch einen 10er Trupp. Da macht das ein bisschen mehr Sinn dann vielleicht. Ach so, das war jetzt der 5er, ja? Einer, genau. Eins. So, das war ein Rüster. Oder einer. Einer. So, wir kommen voran. Noch 2 Leben. 2 noch. Pass auf, es scheitert am Ende an dem einen, den ich gerebolt habe. Hoffentlich. Ja, ich habe noch Azrael. Der hat auch 24 Zoll. Der hat einen meisterhaften Plasmawerfer. Das macht er jetzt mal. Der macht immer 2 Schaden, muss nicht überladen. Ich schieße beide Profile ab, weil er kriegt minus 1. Plasma. Den Reroll hat er? Nein, hat er selbst nicht. Nee. Der Volta. Einmal. Nö. Oh. Dann als nächstes vielleicht der Apothekarius. Das wird aber. Jetzt geht erst zu weit weg. Ja, zu weit weg. Leider. Ja, da muss das jetzt ein Tellmaster machen, leider Gottes. Der Volta kann eventuell hier. Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Dann schießt ein Tellmaster da rein. Hilft ja nichts, ne? Ich mach mal den Heavy Bolter zuerst, den Rest können wir uns vielleicht sparen. Hat die wieder schon 6 oder 5? 5. Ich schieße den, der keine Rebolts hat zuerst. Ja? Ja. Minus also dann 1, trifft der, genau. Auf der 4. Keine Rebolts. Zweimal minus 2. So. 2 Schaden. Ich hab noch 12. Gierig? Ich hab noch 12 Schuss Sturmkanone. Ich weiß, also gib den CP ruhig aus. Nein, auf keinen Fall. Da wollte ich nur kurz. Explodiert? Machen. Nein. Und jetzt haben wir wieder ganze 6 in die 1 nehmen wir nicht. Jetzt. Okay. Nicht so wie gerade. Ja, stehen wieder 2. Also von 12 Stück sind jetzt 6 gestorben, das ist ein bisschen viel. Besser als 7. Das ist das Gute, Leute, wenn man nicht spielt, kann man einfach immer irgendwelche Sprüche reindrücken. Ja. Aber ja. Er stellt da auf, kommt noch mehr Beschuss, ich glaube. Ja, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch Thermis, ich habe noch einen Tellmaster, den Landspeeder Vengeance habe ich noch. Kann ich überhaupt mal kurz aufnehmen, dann kommen wir gleich hier zurück. Darauf. So, da sind sie ausgestiegen.
Hier sind draußen die Kollegen. Und Drasar ist natürlich hier drinnen. Der wird jetzt noch beschützt. Alles easy. Was geht jetzt? Ich schieße mit meinem großen Terminator-Trupp auf den Wreck-Trupp, weil mein zweiter Tellmaster kann nämlich Drasar sehen und auf den habe ich es abgesehen, den mag ich nämlich nicht. Okay. Wenn ich jetzt nur einen töte, reicht das ja schon. Deswegen gebe ich auch keine CP aus. Ja, reicht doch, ne? Ich mache jetzt erstmal mit 3 zuerst. Mhm. Die treffe ich ganz normal, ne? Ja. Ja. Dann auf die 3. Mit 1 dabei. Dann mit 4. Mit 1 wiederholen. Da sind wir bei zu viel. 10 Treffern. Ich verwunde direkt durch, ne? Ja. Genau, der Trupp ist beim Tellmaster, das war keine. Eine 6. Dann würfel die mal. Mach das. Kann nur besser werden. 6er Retter. Auch kein guter, kein schlechter Wurf, ne? Ein Schaden, ne? Ja, für den Fino Pain wäre der jetzt schön gewesen. 1, 2, 3 Tote. Passt. Gut. Dann ist das schon mal gut gegangen. Dann mache ich direkt weiter mit dem Tellmaster. Der schießt dann alles auf Drasar. Okay. Was genau schießt er jetzt, Benni? Der schießt mit 6 Minus. Mit minus 2. Und ohne Deckung. Okay, dann hat sich das. Ohne Deckung hat sich dann erledigt. Genau, das ist der mit dem Relikt. Deswegen erlaubt er keine Deckung. Genau, habe ich ja gerade gesagt extra. Okay. Ich habe ein bisschen vorausgedacht. Dann gebe ich trotzdem 1 CP aus für minus 1 Trade. Brauchst du nicht, der trifft immer auf 2 durch das Relikt. Okay, dann machen wir das nicht. Okay, ich fange mit dem schweren Bolter an, ja? Ja. Da ist die 1, wieder schon 3, ne? 4. 4 hat er sogar. Und dann verwundet ich gleich nur noch die 3. Gut. 3 mal mit minus 2 ohne Deckung. Ja, 4 Retter. Wie viel Schaden? 2 jetzt. Also 1 Schaden, weil also minus 1 Damage. Ja, ja, dann nehmen wir diese. Jetzt noch 4, 6 Leben dazu. 6 Leben? Für einen Elder. Okay. Was ist das für ein Yogi? Ich dachte, ich spare das jetzt auf. Okay, dann die Sturmkanone. Ja. Hat 10 Treffer. Mhm. Widerstand 4, bist du sicher? Ja. Mann, dieses Buch. Das hat aber auch schon immer gehabt, bin ich. 10 minus 2 sind 8. 8 Stück, das ist saftig. Ihr habt doch hier Kamerapromo, ich muss doch gut würfeln. 8 mal? Perform. Minus 2 auch, ja? Ja. Ich würde mir wünschen, warte mal, machen wir erstmal 4. Ja. Mach doch den Rest und dann kannst du Würfel gucken, ob du den einen wieder, wenn du jetzt 4-4 machst, kannst du einen rerollen. Ja, das ist, funktioniert doch gleichzeitig, oder nicht? Nein, du musst eigentlich. Hat er schon eigentlich richtig gemacht? Okay. Kann keiner erwarten, dass er das 4-mal verkackt kriegt. Ja, das stimmt. Ja, hilft ja nichts. Ist tot. Also da lohnt es sich einfach nicht, das zu rerollen. Ja, ist Drasar leider jetzt schon Geschichte. Das ist unglaublich. Und was haben wir, hast du jetzt nur noch weiter? Ich habe noch den Lance mit der Vengeance. Okay. Bin ich jetzt nochmal überlegen, ob der auf die Rex hier, nee, auf die, wie heißen sie? Mandrax. Mandrax schießt oder auf die Venom. Ja gut. Was haben die für einen Moralwert? Testen die? 8. Noch testen die, ne? Gut. Dann schieße ich den schweren Bolter da drauf und die große Kanone schieße ich auf den Raider. Okay. Ich fange mal mit dem schweren Bolter an. Und ich gebe 2 CP aus, damit er einen Schaden mehr macht. Mhm. Dann geben wir jetzt weg aus. Ja. Also das kostet mich das in Zukunft 3. Korrekt. Genau. Okay. Das ist das neue Weg auf die. Erstmal der schwere Bolter. Minus 1. Ja. Oh. Ein Treffer. Ein Treffer auf die 3. Eine Wunde. 5er Retter steht. Passt. Gut. Und dann macht die große Kanone 2 W3 Schuss. Auch in die? Nee, einfach auf den Raider. 4. Okay. auf die 4, ne? Bei minus 1, oder? Auf den? Ja, durch den Wald ist es minus 1, ja. Genau. Kriege ich nicht eine Line of Sight ohne? Von jedem Punkt zu jedem? Nein. Okay. Also du, hier hinten kriegst du auf keinen Fall. Nein, okay, alles klar. Dann auf die 4. Hat aber keine 2 Treffer und eine tödliche für mich durchs Überhitzen. Mhm. Stärke 9 hat der jetzt, glaube ich. Auf die 3. Kein 2 Einsen. Das war natürlich schlecht. Das war nada. Gut, dann gibt es nur eine tödliche für mich und der hat nichts gemacht. Genau. Wahnsinn. Ach, ich hätte sowieso minus 1 gekriegt, weil er advanced ist, damit er den Rettungswurf kriegt. War es 5 und 6, glaube ich, gemacht. Ja. Eine tödliche. Ich glaube, das war natürlich jetzt die Runde der Angels, ne? Vielleicht nicht ganz so schlecht. Also Drasar tat jetzt echt weh, das hätte nicht sein dürfen. Er war vor allem mit dem Relikt kein. Also sonst hätte er. Hätte ich Deckung bekommen, hätte ich halt noch für ein CP ihm Doppeldeckung gegeben. Also dann hätte er da mit einer Nullerhose gestanden. Mhm. Aber dadurch, dass der Deckung ignoriert. Das wäre eine Option gewesen, nämlich hier so
Da hätte ich ihn, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Ja, ist, aber den hätte er, glaube ich, weiß ich, den hätte er auch gesehen. Also keine der Ahnung. Ist ja ein ziemlich ausladendes Modell. Ich glaube, das wäre schwierig. Also das wäre schon selbst hier. Was hättest du mit ihm gemacht? Der hätte da jetzt einmal aufgeraucht. Einmal alles. Ja, definitiv. Der macht Stärke 5 minus 3, 3 Schaden. Ja, okay. Mit 12 Attacken. Und haut dann nochmal zu, ne? Ja, das ist genau das Problem. Also mit 6 Attacken und haut dann nochmal zu mit 6 Attacken. Also das ist genau das Modell, was meine Armee im Nahkampf gar nicht leiden kann. Deswegen musste der weg. Deswegen kann der Archon das Gleiche. Ja, aber dann habe ich nur ein Problem. Echt? 7 Attacken mit vollen Hit und vollen Wounded Rolls. Minus Stärke 4, minus 3, 3 Schaden. Okay, Leute. Also das war auf jeden Fall insgesamt aber eine gute Runde für die Dark Ages, ja. Muss man festhalten. Leider, ja. Ich denke mal, jetzt geht es aber wirklich ins Interessante. Es kommen nämlich in Runde 2. Und Conny muss noch einen Moralwert-Test machen für den Wrecking. Die Drukhari können jetzt rennen und angreifen. Tatsache. Einmal für die Mandrax der Moralwert, der steht. Und für den einen Wreck da hinten der Moralwert. Passt auch, weil hat 8. Ja. Okay. Also da ist alles noch so wie gehabt, genau. Hast du jetzt schon direkt eine Idee, was du jetzt da kottern willst? Was du heute erwarten kann. Ich muss mal gleich messen, wie weit die Bikes und Helions kommen. Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Der muss irgendwie sterben hier. Ja. Warum? Der hat doch gar nichts gemacht. Ja, er muss trotzdem sterben. Ja. Und dann mal gucken, ob wir den Archon halt hier reinschieben in die Bikes oder in den Fünfer-Trupp-Thermis oder... Ja, ich muss gleich mal gucken, wie weit ich mit allem komme. Auf jeden Fall kommt jetzt Action. Conny misst ein bisschen. Und die Dukati sind jetzt... Die Lust wurde aufgepeitscht und jetzt in den Nahkampf. So Leute, Runde 2 der Dukari, Ende der Bewegungsphase. Wir haben euch Action versprochen, sie kommen. Der Nahkampf wird kommen. Zwar werden der Raider und der Archer gemeinsam die Sache machen. Warum ist das so, Conny? Was ist passiert? Ja gut, hier war jetzt, ist mehr gestorben vorhin als möglich. Und jetzt, gut, stand der Archon da quasi allein auf weiter Flur und die Black Knights müssen jetzt sterben. Und mit dem Gymblade macht er minus 3, 3 Schaden. Genau. Hat als Warlord Trade alle Treffer und Verwundungswürfe wiederholen. Wir müssen dazu nochmal sagen, dass Stratagem mit dem festen Advancen für Fahrzeuge wäre in diesem Fall nicht ganz so weit gegangen. Also mit der einen Venom nicht, genau. Mit der einen Venom irgendwo eher hier so gestanden. Deswegen war das auch schon okay, haben wir nochmal gesagt, mit dem Sterben und so. Weil das geht tatsächlich nur auf Raider und auf... Revenger. Auf Revenger, okay. Yep. Genau. Aber gut, genau. Der eine hier ist ein Hero, der macht direkt einen Störsender, legt er da hin, damit der Gegner da auch irgendwie nicht funken kann. Dann, wie gesagt, der Archon ist hier nach vorne, der macht gleich mal richtig, hoffentlich, Kasala. Hoffentlich. So wie es heute läuft, schafft er den Charge nicht. Ja, auch so zu beschwören. Und der Rest, also er ist wieder da? Der Bomber ist wieder zurück, genau. Der wird sich ja gleich seinen Speeder vornehmen, genau mit der Barke zusammen. Und die Bikes sind ein bisschen alles in die Mitte gerückt. Aus dem Raider sind die Haggerschienen ausgestiegen. Genau. Und das tummelt sich jetzt alles so hinter dem Lost-Blocker. Und dann gucken wir mal, was da gleich passiert. Warum ist das einfach so? Diese Runde hättest du auch schon reingekonnt, Advanced? Ja, mit den Bikes ja, mit dem Rest nicht. Okay. Und die Bikes wollte ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht in die Thermis reinschieben, weil die danach, also die hätten die jetzt nicht genug Schaden gemacht. Mhm. Okay. Und deswegen erstmal den Raider gleich, das Abwehrfeuer fangen von den Black Knights. Der Archon tötet dann da ein paar, dann geht er zwar auch drauf, aber... Und dann gibt es in Runde 3 einmal die volle Haggerschienen. Salve. Oh, das ist jetzt die also Haggerschienen-Leute, für diejenigen, die aus den neueren Zeiten kommen, das sind Hexen oder Witches. Ja, die Witch-Cults, genau. Und die haben sich jetzt hier schon bereit gemacht, die haben ihre Netze eingeölt, damit die auch schön hier Durex-Play-mäßig richtig am Start kommen. Und ja, kommen wir zur Zauberfahrt, die entfällt. Korrekt, wie immer. Ja. Schießen geht auch ziemlich schnell. Okay. Als erstes der Raider schießt auf ihn. Ah ja, den hat man nicht gesehen. Ich muss hier nämlich, Leute, hier um den Todes sterben. Genau, einmal der Raider hier hinten schießt auf den Speeder. Genau. Der trifft. Okay. Minus 1 Hit habe ich nicht. Nö. Widerstand hast du? 6. Ja, dann einmal mit minus 4. Wie viel Schaden macht der? W3 plus 3 war das. W3 plus 3. Kannst du hier da machen? Hat er ich bin advanced. Ach, bist du advanced? Mhm. Nee. Dann sind das. 3 plus? 3 sind 6 Schaden. 6 Schaden, er macht 2. Dann schießt die Lanze von den Schuhborn hier raus, das gleiche auf den. Macht ja nichts. 36 Zoll, die Lanze, 36. Und die hat er, das ist die schwere Waffe. Das ist das gleiche, was an dem Raider dran ist. Normalerweise ja, aber die Schuhborn bekommen keinen Abzug auf Ballistik und treffen auf 2. Viele Grüße an mich. 2 trifft. Das sieht doch hier keiner. Achso, Entschuldigung. Verwundet nicht. Nein, der Bomber schießt auch seine beiden Lanzen da rein.
Ja, trifft beide. Also, hätte ich mal minus 1 zurück gemacht. Was ich sehr, sehr spannend finde, der Conny hat bei den Drukhari 5 CP vor dem Spiel ausgegeben. Und verwundet beide. Er hat trotzdem mit 9 CP gestartet. Das ist alles, was auf den schießen kann, noch, ne? Das ist alles, was auf den schießen kann. Das Ding ist advanced? Nee, das Ding ist advanced, ja. Okay. Das ist advanced. Ich mal einzeln würfeln lieber. Achso, ich muss ja, ne? Ja, mhm. Slow down. Eine, drei. Der kommt nicht. Der kommt schon mal nicht, siehst du? Weil wenn du jetzt nämlich eine 4 machst, dann ist es natürlich klar. Ja, ich brauch den aber. So, CP wird investiert. Und das sind 2. Und dann, ja, sind das 8 plus mindestens 3. Ich mach mal, guck mal, ob der Bumm macht. Drei. Mach keinen Bumm. Mach keinen Bumm. Leute, gebt mal Feedback. Ich versuche tatsächlich nicht mehr so nah ranzugehen, ein bisschen weiter weg zu sein. Gebt mal Feedback, ob es besser wird oder. Schade. Ob ich immer noch der Kameramann verarmt bin. So, dann hat er auch schon alles geschossen. Das bedeutet, wir kommen in die Angriffs- und Nahkampfphase. Korrekt, als erstes charge die Raider, die Black Knights. So. Was braucht er denn da? Ich sag 6 Zoll. So was ich würde sagen, es ist etwas über 6, ne? Ich sag 6. Ja, es ist über 6, also 6 Zoll hoch. Ja, dann. Ja, genau, da ist das Protokoll. Du darfst noch nicht wiederholen, ne? Ich darf sowieso nicht mehr wiederholen. Ah, ja, gut, alte Regeln, neue Regeln. Ich darf jetzt advancen und chargen. Ja, mach. Deswegen darf er das. Also gibt es keinen auf Feuer. Die haben Full Rerolls, ne? Ich könnte riskieren, dass einer drauf geht und du dann nicht ankommst. Aber dann darf ich keinen auf Feuer machen. Mach einfach mal, komm. Okay. Bisschen Blut wollen wir sehen hier. Das ist eine 10. Mit 10 hat er es gerade so geschafft? Ganz, ganz knapp, ja. Kann ihn gerade so tun. Kannst du mit den Thermis heroischen terminieren? So. Dann machen wir das Ganze so. Jetzt kommt er. Wie heißt der eigentlich? Dann kommt Archon. Der Archon. Was sind denn so für Namen? Auch die. Altonius. Das ist eine 7. Das reicht auch. Das reicht trotz Krater. Genau. Trotz Krater. Und wenn er welche draußen ist. Minus 2 kann er 5 direkt durch den Krater. Ist dahin. Genau. Und du kannst auch nicht weiter als 3 Zoll heroischen da hinten? Okay. Dann bleibt er da stehen. Der hat gesehen, dass Drazar weggeboltert wurde. Und hat sagt sich jetzt: Alles klar, Leute. Rache für den Chef. Rache und Schlusssklaven für Kobarat. Ja, es noch 2. Und soll ich dir jetzt was verraten? Einmal im Spiel kann er doppelt kämpfen. Wahnsinn! Au. Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. So, wie verwundet der jetzt? Auf die 5. Und der wiederholt noch für sich selber auch eins. Aber der das ist der Waller, der Waller Trade, der wiederholt alle Treffer und Verwundungswürfe. Und der wiederholt alles, ne? Alles. Mhm. Alle Treffer, alle Verwundungswürfe. Mit. Auf die 2. Genau, auf die 2. Erstmal 7. Also der macht das Gymblade, macht plus 2 Attacken. Ich muss, nachdem er gekämpft hat, einen W6 würfeln. Bei einer 1 kriegt er eine Mortal. Okay. Also, 7 Attacken von ihm. Ja, auf die Bikes jetzt. Auf die Bikes, selbstverständlich. Obte 2. Obte 2. Hier bei Kings Obte Hill. Er rerollt alle Treffer und alle Verwundungswürfe. Was ist das, eine 1 und eine 2? 2. Okay. Sind 6 Treffer. Auf die 5. Auf die 5. Alles wiederholbar. Alles wiederholbar, das sind schon mal 3. Machen 6 Mal. Gut, dass die keine Mordels machen. Und dann noch einmal. 4 Stück. 4 mal minus 3, 3 Schaden. 6 nur saven. Haben wir mal die 6. Ich habe ja noch einen 6er für No Pain, das könnte jetzt richtig ärgerlich für ihn werden. Ja. Ja, macht dann 3 Schaden, ne? Ja, okay. Erstmal jetzt mache ich eine Hose hier. Ja. Macht er. Mit Ansage. So, dann dreimal viel Pain. Ach nein, ach sorry, nein, kannst du gar nicht. Warum nicht? Weil Blade Artist 6 machen 1 AP mehr, der macht minus 4 mit 1 6. Da machen wir 4 mal 3 viel Pain. Entschuldigung. Ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass das die neue Regel. Also Blade Artist macht halt für jede Verwundungswurf von 6 gibt es plus 1 auf den AP armeeweit. Das ist auch das Gute bei Nukai, da gibt es nur die eine oder andere Regel, alles leicht zu merken. Ja, ganz wenig. Genau. Gut, dann fangen wir mit dem ersten an. Der erste. Der erste. Ja, der zweite. Also ein Bike tot. Ein Bike tot, dann noch 2. Macht er wieder eine 6? Nein, nein, noch ein Bike tot. Schade. Und noch einmal. Ich hätte lieber immer eine 6 gehabt. Schreibe mich an. Okay. Entschuldigung. Und noch ein Bike tot. Drei tote Bikes. Ist dennoch okay, denke ich, für den Blut. Das war schon mächtig. Kämpft er direkt am Ende der Nahkampfphase? Am Ende der Nahkampfphase kämpft er. Oh ja, der darf ja nochmal. Ich dachte, ich hätte es überstanden. Jetzt kommt Mr. Raider erstmal. Jetzt kommt erstmal Mr. Raider. Kannst du irgendwie Fallback und Charge? Ja, für 2. Nee, Charge nicht, aber Fallback und schießen kann ich. Das ist der 5er oder der 10er? Ja. Das ist der 10er Druck. Darf ich kompetitive Tipps geben? Für du darfst klar. Also was er natürlich machen könnte ist, er kann zuhauen und dann für 2 CP abhauen. Genau, das kann ich auch. Okay. Das macht erst. Gut. Dann gehen wir jetzt trotzdem. Ich muss zwar näher zu ihm, aber ich bleibe trotzdem noch 1,00001 Zoll von dir weg. Ja. Und gehe hier hin. Ist
immer alles im Millimeterbereich. Also bis jetzt in nichts. Also er war jetzt quasi wirklich Millimeter näher an dem Termin, weil er da hingehen musste. Genau. Aber ist die volle Pi-Bewegung jetzt zu den Bikes gegangen. Genau. Aber ich bleibe trotzdem noch über ein Zoll von den Termis. Mhm. Drei Attacken auf die Bikes. Das sind ein Treffer, zwei Treffer, weil, zwei Treffer, weil der Raider ist schon in Runde 3, kriegt schon plus 1 zu Hit. Ach, wegen Blackheart, ne? Trifft also im Nahkampf auch schon auf die 3, mit Wahnsinn. Stärke 7 auf die 3. Einmal minus 1. 4 plus. Ein Schaden. Nein. Egal, ist doch nur ein Schaden. Ist nur ein Schaden, ja. Ah, für no Pain, da habe ich eigentlich kein Glück mehr. Das war gerade schon ziemlich guter Wurf. Was man machen könnte, ich weiß nicht, Conny, ob das wichtig ist, dass du den hier quasi querstellst. Und dann, wenn er abhauen will, dass er hier oder da hingehen muss, ne? Ja, aber quer konnte ich jetzt nicht, weil ich ja näher zu dem Termi, glaube ich. Ja, also jetzt kommt, ja, aber jetzt kommt ja quasi die zweite Bewegung. Jetzt muss ich hier hin. Und dann basen wir auch einfach die beiden. Also hier arbeitet man dann mit der Spitze quasi des Modells. Es ist schwierig in der Realität ein bisschen umzusetzen. Ja. Das Fingerspitzengefühl, Raider-Spitzengefühl. Raider-Spitzengefühl. Jetzt darfst du zurückschlagen. Ja, ich würde gerne einmal ein Strategym nachschauen. Machst du kurz Pause? Ja, welches ist denn? Das mit diesem Swift Striker ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist Swift Striker. Ich will das richtige Wording haben, nicht, dass wir was falsch machen, weißt du? Na gut. Richtigen. Wie viele Attacken haben die so jetzt? So einen alten weg. Vier, ne? Vier. Genau, jetzt kommen die Bikes, die haben aber nicht so viele Attacken. Die haben, glaube ich. Attacken sind gleich, nur die Waffe fehlt jetzt. Ne? Genau. Also die haben zwei, das sind ja die Black Knights, die haben ja zwei im Profil, weil die gecharged wurden, 3. Genau. Und der Sergeant hat einen mehr. Also sind das 10 Attacken. Ja. Und ich versuche mal einfach alles auf den Archon zu hauen. Genau, voller Reroll. Genau, ich treffe ganz normal. Wie viele Attacken kommen da jetzt? 10. Auf die 3, auf die 3, ja. Auf die 3, auf die 3 und der ist, ja. Ja, machen wir. So. 2 in die Nachbesprechung. Einer hat keinen Bock. Ich würfel es heute auch wieder. Auf der 3 und 1 wiederholen. Natürlich eine 1 ist dabei. Ja. Dann sind wir bei 10, ne? Ne, 8. Ne, 8 Stück. 8 Stück. 2 halt. 8 Stück, dann eine reicht mir. Erstmal 4-mal auf den Rüster. Der Klassiker, was hat er für Rüster? 4er? 4er. Das ist der Klassiker. Dann noch 3-mal auf den Rüster. Ja. Da ist er tot, oder? Nein, ein Leben hat er noch. Ein noch. Jetzt aber jetzt haben wir den 2er Retter. Jetzt keine 1. Oh nein, Conny, was machst du? Okay, darf man den rerollen? Nein, wie immer. Da ist nicht. Auch egal, ob er sich zurückzieht oder nicht, wenn man so würfelt. Also Leute, das ist jetzt alles wegen der Kamera. Ne? Normalerweise würfelt der nur 6. Ach, das ist gelogen. Das ist so. Das ist völlig gelungen. Könnt ihr alle im Club fragen? Ja, Leute, wir haben hier auch ein Derby heute. Ja, ich rede zwischen den beiden gut schon seit einigen Jahren. Ich spare mir dann jetzt auch das Strategem, ne, für Swift Strike. Das muss ich ja nach dem Kämpfen machen. Oder? Ja, after. Ist egal, ob du das machst oder ob du zurückfahren schießen, was ist eigentlich. Eben. Okay, ja, das ist der zweite Mal im Spiel sehr unglücklich gelaufen, muss man sagen. Gott. Und, cut. Quatsch, sage ich. So, Cut. Quatsch. Cut. Ich gebe Nein, gar nicht. Nein, ist noch alles gut, Leute. Ach ja, genau. Sicher. Das Ding haut aber noch hier? Das hat schon. Hat schon. Das hat die Runde gemacht. Okay, hast du eine geile Runde gemacht. Ja, das war die Runde. Punkte machen wir jetzt. So, Benni. Warte mal ganz kurz. Kann ich einmal hier hinter das Haus gucken? Okay, kannst du nicht. Du hast nichts mehr. Da steht ein Rack, ne? Ja, mhm. Ein Rack. Und den kann ich auch durchs Fenster sehen. Da muss ich nicht chargen. Genau. So, das passt allerdings mit dem Raider. Das heißt, für Engage kriege ich auch drei Punkte. Hast du schon eine Idee, Benni, was jetzt passiert? Wie willst du dir entgegenwirken? Oder wartest du, bis die über dich herfallen? Ich muss jetzt erstmal noch mal messen. Gefangen, du hattest auf Charge-Reichweite, brauche ich eine 11 oder so, hast du gesagt, ne? Nee, das ist, glaube ich, sogar draußen. Aber müssen wir da nochmal gucken. Das ist schwierig. Also ich muss jetzt gucken, dass ich auch mal rauskomme, weil hinterher läuft er mir weg mit den Primaries. Mhm. Oder vielleicht nochmal eine Runde, um ihn so ein bisschen zu locken, weil... Ich glaube, was Schießen betrifft, bin ich da ein bisschen kompetenter als er. Mhm. Ja, wir werden sehen. Ich muss mal schauen. Die Gefahr ist natürlich gut. Es sind mehr, du hast 6 Bikes gehabt insgesamt. Genau, also gleich habe ich wieder 4. Genau, da hast du wieder 4. Gut, dann wären wir in der Bewegung. Dark Angels Runde 2 erst zurück. Bis dahin. Leute, Ende der Bewegungsphase. Dark Angels Runde 2 ist passiert. Ja, Azrael hat das Kommando ausgegeben. Wir müssen die Formation ändern. Jetzt kommt die gefährliche Geflügelzange-Taktik. Der Marsch der Ents mit 5 Zoll. Genau, was ist passiert? Ich habe hier die Black Knights ein bisschen rausbewegt. Ich habe Geheilt und wiedergeholt. Genau, und ich habe Command Points ausgegeben, dass die jetzt noch schießen dürfen. Die Tailmaster haben sich mit in die Richtung bewegt, weil ich jetzt ganz viel versuche, hier auszudünnen, damit der gleich nicht ganz so viel auf mich zukommt. Mhm. Den einen Wreck hier im Gebäude darf ich nicht vergessen. Mhm. Die Eradicators sind, bevor sie gar nicht schießen, advanced. Jetzt dürfen die zwar alle nur einmal schießen.
Können aber 3 Schussmelter auf den Flieger abgeben. Der Raketenwerfer wird auch auf den Flieger schießen von den Thermis und der Rest schießt halt hier drauf. Okay. Ja. Alles klar. Ansonsten schauen wir mal, was passiert. Vorher holt nochmal Ezekiel seine Fiebel aus. Der rezitiert jetzt noch einmal den Smite. Okay. Weil das andere macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Ja. Genau, einmal den Smite. Ja. Schon wieder eine 10. Mann, ja, Mann, Mann. Der hat richtig Bock. Wieder 3. Wieder 3. So. Und dann versuche ich nochmal das Righteous Repugnance auf den großen Trupp für den Fall der Fälle. Treffer und wiederholen. 3 und den dürfen wir zum Glück wiederholen. Nee, in den 3 wollen noch. Und? Ja, da ist er. Also die dürfen Treffer und alle Treffer und alle Verwundungen für den Nahkampf wiederholen. Genau. Gut. Kommt in eine Hauptphase, würde ich mal sagen. Ne? Schießen. Wir machen erstmal das, was sonst keine Option hat. Wir fangen mit den Eradicators an. Steht das im Credo des... Das steht in meinem Credo. Na, muss doch hier die Optionen verwalten. Ne? Ja. Ich versuche mal hier 3 Melter. Auf die 4, 1 wiederholen. Auf den Flieger, auf die 4, 1 wiederholen. Das sieht doch gut aus. Der Würfel aber. Die Fritten per der Mauer. Man muss ja nicht zu viel wollen. Ne? Nichts wiederholen. Nee, da brauche ich nicht. Ja, komm beide durch. Wie viel Leben hat der? Den muss ich ja wissen, damit 11, 12. Dann muss ich den jetzt kaputt machen kann. Ne? 12 müsste er haben, wenn das. Nichts. Okay, aber das ist okay. Leider nein, leider gar nicht. 5 Schaden, ne? Ja. Korrekt. Genau. Der Multimelter darf leider nicht schießen. Wir machen bald ein neues Format. Punkte raten. Punkte raten. Kannst du aber machen, erst wenn alle Codices draußen sind, oder? Ja, okay. Machen wir weiter. Die Terminatoren hier, der Raketenwerfer geht auch auf den Flieger. Ja. Die kann man ja immer sehen, auch Obscuring ist egal. Mhm. Und die 3 Schulein auf Zeit brauchst du. Deswegen. Ja, aber die besteht ja. 3 Sturmbolter auf den Raider. Okay. Fangen wir mit dem Raketenwerfer an. Auf die 4. 1. Darf ich wiederholen? Schlau, dass er das immer würfelt. Zack. Das kann er, ne? Auf die 3. Das ist sehr gezielt, muss ich sagen. Zweimal. Minus 1, 2. Das ist das gleiche Gewürfel wie eben. Ja, reicht ja. Nee, er hier. Ich hier. 2 wie 6. Ja. Mhm. 5 und? Okay. Das Ding explodiert. Nein. Das ist nicht. Nein. Ich gestehe mir das ein. Also das Würfelglück ist heute wirklich auf meiner Seite. Ja. Aber das liegt einfach daran, dass mein Primarch der Löwe ist und du nur Schmutz aus dem Morb. Aus oder dem, daran, nee, nicht aus dem Morb, ne? aus dem Gate. Apo wiederbelebt wurde. Treffe ich dir nochmal einen schlechter? Nee, ne? Ich kann mir das nicht merken. Auf der 3. Ach, das sind jetzt die Sturmbolter. Genau, die Sturmbolter, die haben jetzt minus 1 auf den Durchschlag. Und jetzt auf der 5, ohne Wiederholung, für 3 ist 4. 4 mal minus 1. 2. Einer. Ach, einen geschafft. Einen geschafft. Ja, dann haben wir noch 5 Sturmbolter von dem anderen Trupp. Mhm. Die machen wir kurz auf Cam und dann melden wir uns gleich mit dem Zeug. 3. So, Leute, ja, also... Ihr seht es hier, ist die 6, aber Detten ist umgeboltert tatsächlich, auch nur 4er Hose, also 5er mit dem minus 1. Der ist jetzt weg, ist aber explodiert. Der macht heute W3, ne? W3 in 6 Zoll, korrekt. Dann sind das die beiden hier hinten. Beiden Thermitrupps. Die sind leider raus, aber er hier ist mein drin. Mein Auto auch, ja. Dein Auto ist drin, das kriegt eine. Mächtig hat er noch. 7. Das sind 4 noch jetzt. Genau. Und 6 Zoll. Danke. Ja, die beiden Thermitrupps ist er hier hinten drin. Vom Rumpf safe, ja. Du musst ja von der Spitze. Drin. Und Azrael wahrscheinlich nicht, oder Ezekiel, oder wie auch immer der ist. Ja. Dann für hier deinen Psyker. Psyker, ja. Eine. Jetzt Der erste Thermitrupp hier hinten, der kleine, auch einer. Und der andere hier vorne, einer. Also Conny, denn die Würfel sind scheiße. Das sind Games Workshop Würfel, was erwartet ihr? Er hat jetzt 8-mal gewürfelt, immer waren nur 1 und 2. Ich bock gar nicht. Nee. Das ist halt, wenn man dem Club fremd geht. Ich habe gedacht, das erste Spiel hier war Dark Elder Würfel. Die kommen direkt, die werden direkt wieder bei eBay. Also wenn noch Drukhari Würfel drauf. Die werden nochmal erwerben auf der 6 liegen. So, dann fangen wir mal an mit den Backofen schon vorgeheizt. Black Knights. Die Black Knights stehen alle in 18 Zoll um die Witches. Ja. Ich werde allerdings tatsächlich 2 Stück nutzen, um diesen einzelnen Rack hier wegzuschießen. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Der Tellmaster steht dann noch. Mhm. Die schießen alle auf die Drukhari Witches. Auf die Witches. Okay. Auf die Witches, ohne Überhitzen oder sonstiges Gedöns. 2, 4, 6, 8 Schuss. Dann, ja, machen wir. Okay, ich bin mit der Einheit... Wie ist deine CP eigentlich ein?
Gleich. Okay. Ist das, ist das modellweise oder einheitenweise mit den 13 um den Wald? Modellweise. Modellweise. Das geht aber bei Wald sowieso nicht. Müsst ihr mal, irgendwas war da doch. Nee, also, wenn du innerhalb von 3 Zoll stehst, kriegst du kein minus 1. Genau. Dieses Modell kann ohne den Wald. Wir haben das in den Geländedingen, kommt beim Geländevideo raus, Leute, da haben wir es nochmal klargestellt. Ich habe es jetzt gerade schon wieder vergessen. Es gibt einen Satz, den man da dran nachgucken muss, der wichtig ist, den viele Wälder nicht erfüllen. Aber ja. Also treffen die alle auf 3? Hm? Alle auf 3 jetzt, oder? Nein, du schießt durch den Wald. Also die beiden schießen auf jeden Fall durch den Wald mit einem Modellweiser. Genau, Modellweise. Genau, der ist, der ist in 3 Zoll. Und der schießt dran vorbei. Ja. Also machen wir 2 auf 4 und 2 auf 3, ne? Ja, okay. Die auf 4? Okay. Ja. Nicht überhitzt, ne? Nein. Ich darf aber alles wiederholen, weil die haben Full Reroll gekriegt von Azrael. 2. Mhm. Und 3. 3. 6. Danke. Auf der 2 mit 1. 6 okay. Stück. Von den Retter? Ja, 6er Retter. 6er Retter, okay. Dann Stern 5. Mhm. Das gefällt. Ist ein 10er drauf? Ja. So, sind die schon mal durch? Nein, die von hinten. Ne? Ich muss ich gleich erstmal messen, was der Conny so macht. Mhm. Ach, Chargen kannst du eh nicht, da war es eh außer. 36 komme ich hin. Der hat. Also, wir schießen mit diesem Tailmaster. Das ist der, der nicht das Relikt hat. Mhm. Deswegen bekommt der leider minus. Obwohl, nee, auf die Bikes kann er ohne Abzüge schießen, ne? Am Wald vorbei hier, ne? Nein. Du musst von jedem Punkt von deinem Modell aus. Aber doch nur. Zu einem deiner Modelle, oder? Ja, kann sein. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, auf jeden Fall schießt der schwere Bolter auf die Bikes und die Sturmkanone möchte in den Rack hier schießen. Okay. Machen wir die Sturmkanone zuerst. Mhm. Auf die 2. Mhm. Nicht. Das ist einfach so unglaublich frisch. Auf die 4? Schon 4? Ja, schon auf vier. Die 3. Ja. Jetzt soll ich mal seine Backofenwürfel hier nehmen. Ja, aber du musst die, genau, du musst die, das näher, du hast nicht genug gerührt, weil die lagen ja gut. Rühr die nicht so viel, das mögen die nicht. Er ist tot. Okay. Gut. Der Rack ist tot. Jetzt wo liegt er, glaube ich, wahrscheinlich. Conny entscheidet jetzt Wald oder nicht. Es kann jetzt nur noch der und der Tellmaster kriegt eh keinen Abzug, richtig? Der kriegt eh keinen Abzug, ja. Würfel eine 4 plus, dann geht er durch den Wald. Machen wir so. Auf 4 plus schieße ich. Mit minus 1. Jo. Ja. Okay, dann trifft er auf die 3. Oh, Conny, 6 Schuss. Ja, die Bikes. Ändert nichts. Widerstand 4 haben die, ne? Die Bikes oder haben die aktuell 5. Widerstand 4, ja. Dann auf die 3. Ach, verdammt, ich habe gerade den Witches vergessen. Die Witches haben auch Widerstand 4. Ist egal, ich habe nur... Nee. Ich stelle noch eine hin oder so wieder. Ich weiß nicht, was ich geworfen habe. Dreimal? Ja. Dreimal minus 1. Das ist wichtig tatsächlich. Einer steht. 2 Schaden. 2 Schaden pro. 2 Bikes tot. Mhm. Muss ich gucken, dass ich nicht die Heatlenses nehme. Ansonsten, ja. Dann sind 2 Wechsel. Ja, ich habe mir beim Kampfdrogen plus 1 Toughness gewürfelt. Ja, für den Witches. Stell dir mal den Wreck hier. Ja, ne? Gut. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Tailmaster. Dann ist auch durch, ne? Und dann ja, Tailmaster, ja. Habe ich den Apothekarius noch, aber der schießt, hat nichts in Reichweite. Okay. Der Tailmaster schießt die Sturmkanone auf die Witches und den schweren Bolter auf die Bikes. Okay. Okay. Ist das der angelutschte? Der angelutscht ist der mit dem Relikt, ja. Der schießt jetzt. Ja. Der fällt sich immer auf die 2. Genau. Also der schwere Bolter zuerst. Mhm. Oh, gut. Mhm. Und jetzt auch der. Die 3 wieder. Drei. Jo, oh, zwei Stück nur. Mit minus 1. Das ist auf die Witches, ja? Nee, auf die Bikes. Okay. 2 Schaden. Mhm. Jeweils? Mhm. Nicht so schön. Ja, aber hätte schlimmer kommen, glaube ich. Ja. So, jetzt die Witches kannst du auch. Genau, 12 Schuss auf die Witches. Das ist, glaube ich, das Ende. Ja, wieder nur ein Licht. 11 Stück. Widerstand 4 hast du gesagt, ja? Ja. Auf die 3. Ich kann dir gleich einen geben zum Tauschen. Ja, okay. Auf der 3 jetzt. Wichtig, genau. Mit der 6, ne? Boah, da hast du 6 umgedreht, habe ich gerade gesehen. Ja, das sind 6 Tote, ja. Ja, schade. Oh, sind das die restlichen Witches tatsächlich? Damit wären wir durch mit Schießen. Du hast einen Witches-Tuch, ne? Ja, also ich habe jetzt auch schon viel getötet. Man sieht jetzt nicht so viel von dem Drukhari-Kodex dann, aber ein bisschen kommt ja noch was. Ne? Er sagt, er hat die CPs noch und die kann er gleich vergessen, das glaube ich auch. Ja. Hey, und was ich an Saves gewürfelt habe, ist heute nicht mehr. Genau, aber das schön. War die Schussphase, ne? Ja, ich bin durch dann soweit. Also die Dagensis töten gut, punkten semi, muss man sagen, also primär, aber ich glaube, deine Mission muss man gleich mal gucken.
Und ja, jetzt kommt die Phase 3 der Drukhari. Was ändert sich in der Phase für dich jetzt? Was kriegst du dazu? Ich plus 1 zu Hit im Nahkampf. Oh, das ist gut. Ja. Und Rennen angreifen sowieso, genau. Genau, Rennen angreifen sowieso und jetzt müssen wir da hinten mal ein bisschen rein. Was wird jetzt passieren? Ja, ich muss mir jetzt gleich überlegen, wahrscheinlich lasse ich die Thermis noch eine Runde in Ruhe und gehe darüber auf die Seite. Ja. Ich muss das wegzumachen, hat er sowieso dann keine Ruhe. Dann ist schon Zappenduster für mich, ja. Müssen wir mal gucken. Okay, jetzt wird ein bisschen gemessen. Dann melden wir uns Ende der Bewegungsphase Runde 1, der lang älter ist. Viel ist nicht mehr, aber wir gucken mal, was passiert. Bewegungsphase, wo der Akku ist gleich sich, aber Bewegungsphase der Drukhari. Runde 3 ist vorbei. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen rauskommen. Was ist jetzt hier? Ja, also der Raider steht, hat sich hier ein bisschen vorbewegt. Die schießen dann gleich hoffentlich 2 Eradicator tot. Sind die Typen da noch drin? Ja, sicher. Okay. Der Revenger kann gleich hier hinten drauf schießen. Endlich mal. Dann sind die Bikes und die Helions jetzt nach vorne gekommen. Da habe ich 2 CP ausgegeben, dass die im Moral bestehen. Und 2 CP ausgegeben dafür, dass beide Trupps jetzt gleich im Nahkampf Hit Rewards haben. Hier kommen gleich 4, also die haben sich ganz normal bewegt, ihre 20 Zoll. Ja, normale ganz normale 20 Zoll. Da schießen wir auch noch 4 Heatlances raus. Natürlich. Mal gucken, wo drauf. Ja, die sind advanced und dann chargen die 3 gleich hier. Wahrscheinlich, wollen wir einmal das hier aufrauchen. Ja. Und uns noch von den Thermis fernhalten und dann stehen halt nur noch ein paar Thermis rum und also die Punkte sind meine. Du sagst, der ganze Haufen ist gleich Geschichte? Wir hoffen doch. Okay. Wir gucken dann, mal. Ich wechsle mal kurz den Akku und dann melden wir uns gleich zurück in der Schussphase. So Leute, wir sind wieder zurück. Eine Sache noch wichtig hier, auch zweiter VIP-Trupp ist runtergekommen. Wir sitzen beim Mandrax, der andere Trupp ist in der Mitte, um die letzte Succubus zu schützen. Die sind auch wieder gekommen und die haben gesagt, okay, wir müssen den letzten Störsender in der gegnerischen Ausstellungszone legen, damit die keinen Vox-Verkehr innerhalb der Squads haben. Das ist passiert und jetzt kommen wir in die Schussphase. Genau, jetzt kommen wir in die Schussphase. Als erstes schießt der Raider mit einer Lanze in die Eradicator. Die können da auch drauf schießen, ne? Ja. Alle. Dann gebe ich einfach mal ein CP aus für Transhuman. Okay. Eradicators? Ja. Was? Gut. Die Lanze. Blackheart darf einmal wiederholen. Nein. Die Lanze hier drin von den Kriegern. Die trifft. Also auch auf die Eradicator natürlich. Ja. Verwundert aber nicht. Damit hat sich schon gelohnt. Damit hat sich das schon gegessen. Ja. So. Jetzt müssen hier noch ein paar Bikes sterben, habe ich gehört. Ja, das ist übrigens noch nicht, ne? Ne, die 3 Lanzen, die kommen gleich noch. Ja, okay. Der eine wurde wieder gehalten, ne? Da ist keiner mehr angekratzt. Genau. Ne, die sind alle voll. Okay. Genau. Dann schießen wir erstmal hier mit 20 Schuss. Hellion Time. Sind advanced. Sind advanced, ja. Kommen wir rein? 7. 20 Schuss. Mhm. Müll. Aber nur Stärke 4, ne? Aber ist eh Gift. Gift. Gift auf die 4 Minus? Minus nix. Einfach eine 3er-Hole. Genau. Ich sagte, im Schnitt stirbt da kein Bike. Ja? Ja. Oh oh. Der war schon mal okay, endlich mal. Der verdammt. Das war eine 6. Denk an minus 1, ne? Können 6 was? Nee, aber das war keine 3, so wie es war. Oh, das war okay. Oh oh. Darf ich das revidieren mit dem Bike? Jetzt brauchen wir noch mal 4. Gute Rühren. Der war auch okay. Auf jeden Fall. Der war okay, ja. Auf jeden Fall deutlich über dem Durchschnitt, aber es sei dir mal gegönnt. Was haben wir da? 9 Stück? 9 Stück. 4, 8, 9 Stück, ja. Ohne Rent, ne? Ohne Rent für die 3er Hose. Im Schnitt stirbt ein Bein. Ich habe das Gefühl, das Würfelglück ändert sich jetzt. Ja. Wird auch mal Zeit. Mal schauen. Ein Bike ist tot, ja. Nee, der Apothekar steht da ja noch rum. Ach so. Ja. Wäre schon wichtig für den Raider da, oder wie das Ding heißt. Ja! Da kippt er nochmal auf letzter Stelle. Ja, dann schießen die Bikes da auch rein. Und zwar erstmal das Gift. Das sind noch 8 Schuss. Mhm. Schießt alles da rein? Ja. Okay. Das ist nicht so schön. Sind die auch in der Wand? Nein. Die sind normal. Oh, das ist ein ganz normaler Tag. Ganz normaler 20. So. Und was hatten die gekriegt? Das ist eine Stärke, glaube ich. Das ist gar nichts. Das wäre sehr traurig. Schön. Ja, das war nicht geplant. Nee, aber jetzt haben wir noch 4 Heatlances. Auf die 4, bald schwere Waffe. Einer nur? Ich würde denen gerne einen Rettungswurf geben. Kannst du nicht. Was für ein Rettungswurf? Gibt's das nicht mehr zum Ravenwing? Ja, aber nur doch. Für Vehicle. Ach, das ist nur Vehicle, genau. Einmal minus 5. Ja, dann ist der 4. Der eine ist tot, der hat noch ein Leben. Dann ist einer tot. Obwohl, wie viel Schaden? W6? Ja. W6 plus 2. Ja, dann brauchen wir nicht. Ich mach mal hier
4 Schaden. Alles klar. Also wie du heute wirst, also kann das auch. Ein Bike weg, das ist ein bisschen schade. Aber dann schießen hier noch die Mandrax da drauf. Kommen die so weit? 18 Zoll, ja. Okay. Das sind 5, 10 Schuss. Mhm. Und die bekommen minus 1. 10. Die hätte ich erst schießen sollen. Mhm. Können die gut schießen? Ja, es ist okay, aber es ist jetzt nichts. Mhm. Ja. Stärke 4. Auf die 5 wahrscheinlich. Ja. Für aber 2 Mortals und zweimal mit minus 1. Oh. Erstmal die minus 1. Da geht einer noch durch. Da geht einer durch. Dann, haben wir 3 für den Pain. Captain, schaffst du dir eine 6? Ach komm, ey! Was ist denn eine 6? Ja, aber was ist hier los, ey? Das Heimvorteil. Das ist doch nicht mehr. Mann, ey. Das ist nicht mehr schön. Doppel 6 hier. Ja, da muss der Raider alles 3 darauf schießen. Yes. Yes. Lanzen. Also 3 Schuss Lanzen. 3 Schuss Lanzen. Alle treffen? Oder muss ich durch den Wald? Nee. Du musst die ganze Einheit sehen, ne? Dann ja. Nur ein Modell. Nur ein Modell? So, jetzt mit CP. Auf die 3? Ja, ich hätte einen CP. Ja, hätte, nee. Zweimal. Okay. Minus 4? 3? Minus 4. Ja, dann einmal, zweimal durch. Ja, drei Schaden plus, also der erste 4 Schaden. Nicht advanced bist, oder wie? Ich bin nicht advanced, weil ich mich jetzt zurückfallen lassen muss. Der erste 4 Schaden. Ja. Ich würfel das alles, das läuft heute tot. Eigentlich. Ja. Und der zweite 5 Schaden. Okay. Der hat ja noch 3 Leben, ne? 3 Sechsen. Ja. Number of the Beast. Nein. Dann sind 2 Bikes tot. Das war stark. Ja. Von den Dingen da. Ja, das ist richtig. Aber da hätte mehr passieren dürfen. Ja, okay. Wie viel Zoll dürfen die Pile-In machen? Das sind mal 3, ne? Mal 3. Mhm. Lass ich den hier im Leben. Okay. So. Das war, glaube ich, Schießen, ne? Das war alles, was schießen kann, ja. Dann wollen wir ein bisschen angreifen. Machst du mal kurz aus? Ich muss mir jetzt erstmal überlegen. Erstmal so. Ich gebe ein CP aus. Ja. Wir sind schon fröhlich in der Angriffs- und Nahkampfphase. Wir wollten erst mit den Bikes chargen, aber er kann hier mit Arbiters Geld, das ist ganz nice eigentlich, der auch die 2 Abwehrfeuer geben. Yes. Wo hat er sich gegen entschieden? Hat er jetzt die Succubus aktiviert? Die Succubus oder die, ja. Oder die Hellions hätten es auch machen können. Dann ja, ich überlege gerade, ob ich lieber mit den Hellions mache, in die beiden und die anderen darum. Genau, auf jeden Fall aber in der Truppen, dann gibt es nämlich hier gar kein Abwehrfeuer. Die Hellions können das auch. Für Infanterie, ja. Okay. Hellions und Infanterie. Achso. Dir, ich mach's mit der Succubus. Die Succubus in den. Okay, also da darf ich jetzt keinen Abwehr geben. Nein. Das gucken wir jetzt gleich mal. Das auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Den möchte ich auch rerollen. Neue Würfel. Bitte komm nicht an, bitte komm nicht an. Die braucht schon mindestens eine 6. Eine 8, glaube ich. Ich krieg plus 1 auf den Charge. Ja, das reicht nicht. Eine 4, 5 nicht. Nice. Das reicht nicht. Junge, geh zum Glauben des Imperators. Nein, die hätte eine. Ich sag's dir immer wieder. Ja, eine 7, also eine 6 gewürfelt. Würfel 6 kann man mal schaffen. Kann man mal schaffen im Reroll, ja. Ja, wir müssen die Hellions das jetzt richten. Naja, aber da dürfte er jetzt Abwehrfeuer geben. Ja. Deswegen chargen wir als erstes mit. Das ist unglaublich. Mit den Bikes in beide. Du darfst Abwehrfeuer gut, geben. Dann. Macht der es an? Ja, und dann gebe ich noch 3 CP aus Ultramarines, dass alle 3 Einheiten Abwehrfeuer geben. Nein, okay. Nur der Tellmaster. Ja. Die haben noch alle volle Leben, ne? Ja. Ja. Dann beginnen wir mal mit dem schweren Bolter. Kommen wir gleich mal in die Würfelschüttel hier. Ah, 4 Einsen! Das ist okay für mich. Ja, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Auf die 3. Zweimal, minus 1. Minus 1 gegen 2 Bikes tatsächlich. Ja. Die Sturmkanone. Oh, jetzt hau ich aber die Einsen hier raus. Ja? Wieder auch mal Zeit. Du hast ja vorher so gut gewürfelt. Auf die 3. Daphne ist 4, ne? Raus. Ich habe Stärke 6. 5 mal minus 1. 5 mal minus 1, da kann. Ein Schaden. Wie viel haben die? 2 Leben. Ne, 6er Safe, oder? Ja. 5er. Nochmal 2? 3 Schaden. Also nochmal. 2, 3,5. 3,5 Bikes. Die 5 geht auch durch, oder was? Ne, die hält er. 4er Retter? 4er Rüster. 4er Rüster. Du ja noch minus die waren vorher auch schlechter, ne? Nein. Ne? Hatten sie schon. Gut. 2. Ja, das war leider. Ja, nochmal 3 weniger ist auch okay. Und dann chargen die. Das ist 1 mit einer 4 machen die gerade so. Mit einer 4 plus 1 sind sie bei der 5. Alter. Ja, Alter. Ja, nee, das reicht aber nicht für den hinten. Dann könnte er gar nicht chargen, ne? Er hat den Apo noch angesagt. Aber. Kriegen die einen dabei? Kriegen einen dabei, ja. 5,9. Ich weiß gar nicht, was er geworden hat. Eine 4. Eine heroische 4. Also eine 5 plus 1 hast du gesagt? Warte, plus 1 komm. Ja. Kannst du besser messen. Doch.
gerade so, ne? Also 5,9 sehe ich hier. Ja, es geht schon. Komm an. Das ist jetzt. Ja, genau. Das war schon. Aber die machen jetzt nicht mehr so viel Schaden, ne? Nee, die machen nicht mehr so viel Schaden. Hast du darauf geachtet, dass du die Hitzelanzen drin gelassen hast? Ja, selbstverständlich. Okay. Die Hellions, ja, chargen das Bike hier. Ja. Und chargen. Ich kann das jetzt voll wieder. Das ist die Frage, ey. Man hat gar keinen Bock mehr. Ich hätte auch ein Ding. Denk an die Base, du musst von der Base messen, ne? Ja, ja. Nicht, dass du das jetzt falsch misst. Und dann denkst du, es klappt besser. Das ist nur. Ich muss beide chargen. Also ich kann den nicht chargen, eigentlich. Das aber warum? Oder nimm doch lieber den auf Safe und nimm mir noch einen Marker weg, sonst krieg ich gleich 10 Punkte. Ja, den nehme ich dir auch weg. Ja, aber wenn du den nicht schaffst, kommst du da auch nicht dran. Wir messen das dann noch nach und melden das gleich zurück. Ja. Ja, Leute, wir sind gerade ein bisschen am Reden. Also die Reihenfolge, wie das auch mit den Würfeln gelaufen ist, hat das echt schwierig jetzt gemacht. Die Hangers greifen jetzt auf jeden Fall den Black Knight an und den Apo dahinter. Mhm. Eine gewürfelte 6. Das ist eine 7. Ich gratuliere Ihnen. Endlich mal. Charge geschafft. Ja. Ja, das, siehst du, das tut sogar mir schon weh. Hätte er nicht geschafft auf eine gewürfelte 8. Und jetzt müssen wir uns kurz gucken, dass du da nicht heroisierst. Genau. Genau, der Kunde stellt das jetzt einmal auf und dann kommen wir gleich zurück. Hier, Überblick verschaffen. Vier hauen auf das Bike. Bleibt alle ruhig. Die hier können alle auf den Apotheker. Wie viel sind das? 4 auf dem Bike und alle auf den 4 auf dem Bike. Und 6 auf den Apo. Mhm. Und für 2 CP machen wir volle Gute los. Und ich gebe ein CP aus für Line Unbreakable? Oder ist das nur für Infanterie? Weil dann aber dürfen halt nämlich nur drei. Gegen die, weil die haben Infanterie tatsächlich. Aber das Bike nicht. Also ich glaube, es geht nur, wenn gegen meine Infanterie. Ich schau mal eben. Ja, ich habe sofort. Erst mal, kannst du ja auf den, auf die genau, machen wir erst auf den. Genau. Das sind. Das ändert nichts. Das sind die auf den. Auf den einzelnen letzten Biker verbieten. Ja. Nee, es geht nur gegen Infanterie, also gegen meine Infanterieeinheiten. Also geht das jetzt nicht. Ah, okay, ja. Das ist für Thermis gedacht. Genau. Genau. Also, und falls wer fragt, die Follow Rerolls sind aus dem Book of Rust. Ah, okay. Rust haben wir auch dabei, Leute. Komm, so, ja. Ich treffe auf 2. Kommt noch ein Podcast oder nicht, jetzt schon mit. Und darf alle Treffer wiederholen? Ja. Oh, alle von alle. Das geht jetzt auf den Black Knight, oder? Das geht auf den Black Knight, ja. Genau. Übel. Und wir haben Stärke mit den Helions 4. Hattest du nicht gerade 5 gemacht? Die Bikes haben 5. Okay. 5 auf die 5 sind Stärke. Voll wiederholbar ist. Auf die 5. Voll krass. Voll Rerolls. 3. Ja, der war ja noch nicht so. Nee. Einmal in die Nachbesprechung jetzt hier. 5 mal. Aber 2 Schaden. Ja, 2 mal minus 2, 3 mal minus 1. Mhm. Okay, dann haben wir die 2 mal minus 2 zuerst. Einmal auf die 5. Da haben wir schon 4 Schaden. Da sind 4 Schaden, macht er die Doppel 6. Nee, dann brauchen wir durchgelutscht. Damit habe ich eine Einheit im Nahkampf getötet, gebe ein CP aus und die Helions kriegen 4 Ritter. Für immer? Nein, für. Muss gleich gucken, wie lange. Ja. Ich glaube, bis zum Beginn meiner nächsten Runde. Das ist übel, ja. Und dann sind das nochmal 18 Attacken. In den Apo. Ciao, Apo. Apo macht jetzt nochmal die Spritze an. Ah, miese Zeiten brechen jetzt an für mich. Waren das 18? Du hast gerade 6 Stück gesagt, können da dran, ja? 1, 2, 3, 4, 5 sind es tatsächlich 10, nur, Conny. 14, 15, warum? 1, 2, 3, 4, 5. Der ist nicht 6, mehr in den Gadget Range mit ihm. Mach erstmal 5, das reicht dicke. Dann können wir immer noch. Ja, ich hab jetzt schon 6, dann nehme ich die 3 raus. Ja, okay. Mach einfach. Das ändert nichts, ja, okay. Glaube ich. Ey, schrei dir nicht so rum. Der hat auch 5, ne? Ja. 2 nochmal dabei, genau. Und volle Wound Reloads. Ja, wie viel sind schon? 6. Also 2 mal auf minus 2. 8 mal, 3 mal. 3 mal minus 2, sorry. 3 mal minus 2. Hält ja kein, sind schon 6 Schaden. 6 Schaden. Kannst du ja schon mal machen. Ja. Also hat er noch eine Wunde. Ja, und dann noch 5 mal minus 1. 5 Stück mit minus 1. Schaffe ich jetzt alle. Wenn der das jetzt schafft, ne? Spieler Bruch. Nee. Ah, schade. Durch 6 Schaden nochmal. Ja. Und jetzt 6 6 gemacht, ne? Ja, jetzt 6 6. Das müssen wir doch jetzt nicht. Okay. Doch, nochmal. Einmal. Nicht eine. Okay. So, gut. Wenn er noch eine Rache gedrückt hat, noch mal. Auf 2 plus. Wolltest du Kamera ausmachen? Ich glaube, wir sind durch sonst mit Nahkampf. Ne? Nee, die Bikes noch. Kämpfe zurück. Ja, weil sonst wegen der Fummelei jetzt hier. Ne? Ja, nee. Das machen wir auf Camp, Leute, und dann melden wir uns gleich zurück.
Die nochmal drei stehen da noch, ne? Drei sind noch da, also auf die 1 und 2. Steht ne? aber. Alle geschafft? Ja. So, Leute, also noch einer tot. Also im Nahkampf hat er, glaube ich, ein Bike weggenommen und hat jetzt im Royal natürlich eine schöne knackige 6 geworfen. Na klar! Ja, die haben wir durchs Abwehrfeuer noch 3 verloren. Genau, aber der restlichen 3 sind noch stehen geblieben. Ja. Die Helms von den 4 Retter, der bleibt jetzt auch in der gegnerischen Phase. Ja, sonst hätte er den ja, glaube ich, nicht gemacht. Ich nicht gemacht. Genau, ich denke mal, ja, das ist das. Genau, hat den Marker sich geschnappt. Punkte machen wir jetzt noch. Da geht es, starten jetzt mit 5 Punkten. Und ich denke mal, jetzt setzen sich die Thermis in Bewegung, oder wie sieht das aus? Ja. Genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen zukloppen. Und dann melden wir uns Ende der Runde 3, ne? Ja. Der Dark Angels zurück. Bis gleich, der Bewegung hat. Okay, Leute. Die Dark Angels haben sich bewegt. Ich sehe gerade, der ISO-Wert sinkt in der Kamera. Achso, das heißt, es ist ziemlich dunkel. Ich muss hier noch ein bisschen die QNC bewahren. Ja. Was ist denn passiert, Ben? Was wird jetzt passieren? Ja, also der Tellmaster ist hier erstmal zurückgefallen durch seinen Warlord-Trade. Master of Manöver darf er ja rausfallen, schießen, chargen. Mhm. Die sind jetzt hier. Genau. Ja, da versuche ich gleich hier den Blob endgültig loszuwerden. Mhm. Die Eradicators sind in Range, um den Raider abzuschießen. Mhm. Und die Thermis kümmern sich um den Succubus. Mhm. Ja, und je nachdem, vielleicht habe ich genug Beschuss über, um den auch abzuschießen. Je nachdem, ich weiß nicht, dann kann ich hier einen Charge versuchen. Mhm. Wir werden sehen. Und hier, Ezekiel kümmert sich um die Dudes hier hinten. Richtig fette Zauber angebracht im Spiel. Ja. Okay. Gut. Ja. Können wir direkt mit der Ziehphase starten? Ja. Ich habe gehört, das wird ja so eine Doppel-1. Ja, kann sein, aber ich habe ja noch 4 CP zum Reroll. Macht ja nichts. 4-1 Video. Ich bin sparsam. Ich bin sparsam. Deswegen habe ich Azrael dabei. Das ist der Schwabe des Spotify. Ja. Gut, ich mache mal einen Smite. Ja. Mach mal. Ja. Reicht? Hat er gerade so geschafft. 1. 2. 2. Reicht. Du hast doch viel No Pain. Nein. Gegen Mortals nicht? Ich habe kein Feel No Pain mehr. Haben die, das haben die Rags. Ach, die Rags. Die Rags haben ja, die sind alle orange bei ihm, deswegen. Und dann mache ich hier den Klassiker Righteous Repugnance auf den Thermitrop. Auf die 7. 6, kein Thema. 11, 12 ist aber kein Perils. Weil gewürfelt, ne? Ja. Oder? Genau, modifiziert. Gut. Gut. Dann schießen wir die Eradicators alles auf den Raider. Mhm. Willst du irgendwas tun, damit es für mich schwerer wird? Wer hat den Astra eben rüberbekommen? Die. Natürlich. Kriegst du eh schon minus 1, weil bewegt? Nur für den Multimeter. Okay. Aber ich glaube, selbst mit minus 1 überlebt der Raider das nicht, deswegen schieß mal. Okay. Wir fangen an mit den normalen Meltern. 6 Schuss. Ja, 3. Dann muss er 3-mal in die Nachprüfung. Oh. 4 Treffer. Ja. Den Multimelter mache ich direkt hinterher, weil die machen gleich viel Schaden. Auf die 4. Ich sage, auf die 3. 4 Stück. 4 Stück. 4 von der Räder. Könnte ja noch eng werden. Ach komm. 3 Stück. 3 Stück. Also ist nicht, ja, okay. Was denn? Nee, alles gut. Der Multimeter ist auch nicht auf 12. Nein, nein. Ja. Oh. Das sind 9. Ja, auf jeden Fall wird die, der 10, ne? Ja. Dann wird die 1 gerollt. Ja, das definitiv. Ach so. Ja, dann hat er noch ein Leben. Das muss ich mir noch einverleiben. Das sogenannte Slow Dicing. Ja. Kennt man nicht. Gut. Kannst du mal bitte für mich checken, ob der Raketenwerfer den noch sehen kann? Dann schieße ich mit dem Raketenwerfer noch drauf. Das sieht, glaube ich, gut aus. Ja, das sieht gut aus. Dann schießt der da drauf. Und die Bolter, wenn die in Range sind, schießen auf die Bikes oder Helions. Muss ich auf die Bikes. Okay. Ich bin standhaft geblieben mit dem Trupp, also plus 1. Azrael steht hier in 6 und um diese eine. Dann darf ich die 1 wiederholen. Ja, 2 Stück. Dann auf die 3. 2-mal. Jetzt doppelt 5. Eine W6 brauchen die Würfel, ne? Ah, dieses Slow Dicing, das muss ich mir echt noch mal anschauen. 10 Insassen. Vor allem auf dem Turnier ist das halt. Geht schon wieder 3. Ja. Ich habe heute erst 10 Modelle über 1 explodieren verloren. 2, 4, 6, 8, 10. Und dann haben wir noch 12 Schuss Sturmbolter. Mhm. Auf die Bikes? Nee, 18 das, ne? Ich habe nämlich hier. Ich habe nämlich die Modelle aus Versehen vertauscht. Der Hammer gehört nämlich in diese Einheit. Ah, so ist das jetzt. Ein bisschen hier 2, 4, 6, 8 Schuss. Mhm. Auf die 2. Oder treffe ich die wieder um einen schlechter? Ich muss immer fragen, tut mir leid. Die Bikes nicht. Ja, gut. Auf die 2, treffen alle. Ja, auf der 4, ohne Minus.
egal. 7 mal minus 1. Nee, ohne minus 1. Ich bin ja in der Assault-Doktrin mit dir. Genau. Dann ist ein Vierer. Macht aber nichts. 2, 4, 5. Ein Schaden nur, ne? Ja. Na, dann steht noch ein Balken mit einem Leben. Okay. Also. Damn. Okay. Gut, ein Balken mit einem Leben, das kriegen wir auch noch hin. Mhm. Ah, schade. Okay, dann schießt Azrael. Nee, ich schieße erstmal noch ein paar Sturmbolter da dran. Ich sage, jedes Mal alles raushauen willst. Ja, natürlich. Ey. ich schieße hier noch 2 Sturmbolter von denen auf das Bike. Mhm. Und was haben wir hier in... Also der und der auf das Bike. Ja. Und die drei... Nee, die zwei gehen auf den Succubus. Okay. 2 Succubus, einer aufs Bike. Genau. Okay. Nee, 2 aufs Bike, ne? 2-2. 2-2, ja. Die beiden auf die Bikes, okay. Die beiden auf Succubus. Also, mit dem Bike. Okay. Die haben keine... Nichts von Azrael bekommen, außer dass die noch in der taktischen Doktrin geblieben sind. Genau. Diese Runde. Oh mein Gott. Okay. Ah, das nichts. Ist doch schön, das ist nichts, das ist okay für mich. Okay. Das war das Bike. Das war das Bike, ja. Ja. Dann das Ganze nochmal auf den Succubus. Auf die 3 jetzt. Ja. Beziehungsweise die hat. Ja, auf 4 mal minus 1, wenn das irgendwas nützt. Nö. Das nützt gar nichts. Einer. Okay. Dann schießt Azrael alles auf das Bike, damit das weg ist. Der Plasmawerfer. Ja, und alles wieder nee. Schießt einfach beides ab. Immer, ne? Ich schieß beides ab. Scheiß drauf. Boah. Plasma trifft. Nee, auf die 2 sogar. Eine mit minus 4 jetzt. Retter. 2 Schaden. Bike weggelutscht. Bolter verfällt. Ja, dann haben wir noch zum Schießen die beiden Tellmaster. Mhm. Ich fange mal mit dem ersten an. Mhm. Der ohne Relikt, der schießt alles auf die Helions. Mhm. 6 Schuss. Schwerer Bolter. Achso, kommt noch was. Kann er minus 1 noch machen. Korrekt. Ja. Für 1 spiel ich allein. Ja. Das machen wir auch. Minus 1? 1 CP, minus 1 Trit. Also schwerer Bolter auf die 3. Einer weniger. Hätte ich was gemacht. Wieder schon 4, ne? Ja, auf der 3. Ist egal, ob er 3 hat. Aber die vielleicht. Komm, Benni, ey. Das tut mir leid. Was soll ich machen? Ihr seht es doch selber, ey. Vier Ritter. Ich kann das 2 Tote. Ja. Okay, 2 Hände ist tot. Jetzt, was macht der Rest? Die Sturmkanone habe ich auch drauf angesagt. Okay. Ja, mach erstmal. Nehme ich gleich runter. 2 Stück sind tot. Guck mal, da hat sich das doch schon mehr gelohnt für dich. Ja. Auf die 3. 5 mal minus 1. Ach komm, ey. 6 mal auf die 3, 5. Komm nochmal 3 durch. Ein Schaden jeweils, ne? Ja. Dann ist noch einer tot und einer verliert ein Leben. Okay. Das sind noch zu viele. Okay. Da muss ich mehr drauf schießen noch. So. Dann hast du noch Telemaster Nummer 2 und das war's, ne? Ja. Ja, leider schon. Ja, was macht der? Die Helions töten? Ja, ich schieße alles auf die Helions. Ich fange diesmal aber mit der Sturmkanone an. Der trifft immer auf die 2. Der trifft jetzt immer auf die 2. 4 Einsen. Das ist alles okay. Ich würfel sonst unverschämt. Auf der 3. Das war die Sturmkanone, ne? Ja. Einer tot. 2 tot. 2 tot. Okay. Und dann noch 6 Schuss schwerer Bolter. Mann, wie viel waren das? 10? Ja. Wenn gar nicht weniger. Da stehen nur noch 5. Okay, alle. Auf die 3. 4 Stück, minus 1. 4 mal. Einer. Ja, einer tot. Ja, Leute, da müsst ihr jetzt mal echt noch Feedback in den Kommentaren, wie das so empfindet, ob die Würfel heute hart sind oder nicht. Wahnsinn. Das ist ja interessant. Ich weiß ja, dass Dark Ella schnell sterben, aber. Aber das ist, die hilft auf jeden Fall. So fühlt sich das jetzt zumindest als. Ja, dann haben wir ein paar Charges, ne? Genau, diese Charges. Ich charge mit beiden Tellmastern die Helions wieder. Der eine darf es ja, der andere war nicht im Nahkampf. Mhm. Und die Thermis hier greifen eine Succubus. Okay. Ja, ich beginne mit dem Tellmaster. Der hat eine 7. Hat er gemacht. Und der andere? Mal schauen, dass wir ein bisschen Platz machen. Genau, wir stellen mal kurz auf, dann melden wir uns in der Fight Phase. Wir haben gerade hier die Entscheidung so ein bisschen... der Benny muss sich entscheiden, wo er anfängt, weil beide durch Cult of Strife war es, ne? Genau. Haben sie zuerst kämpfen, Fight First.
Die Succubus ist auf jeden Fall garstig unterwegs. Die Hellions sind auch nicht zu verachten. Wie sieht deine Entscheidung aus? Wie viel Schaden macht die Succubus? 10 Attacken, jede 6 beim Treffen, gibt 2 zusätzliche. Alles klar, ich fange da an. Und ich pokere einfach, dass der das überlebt. Okay. Was haben wir denn an Thermis jetzt im Nahkampf? Alle bis auf den hier, ne? Mhm, genau. Dann beginne ich einfach mal mit den beiden Energiekrallen. Ja. Also es können quasi die, 10 die, Stück. Die, der kann nicht. Der kann nicht? Der kann nicht. Also ein Hammer und eine Faust nicht. Ja. Okay. Machen wir die Energiekrallen. Alle Treffer, alle Verwundungswürfe wiederholen. Mhm. Brauchst du gar nicht. Doch, 2 haben mich getroffen. Oh. Und eine wieder nicht. So, 9 Treffer auf die 3. 3, ne? Das war schlecht. 2. Nochmal so. Insgesamt 5 Stück mit minus 3. Ne, die sind in der Taktik. Minus 2, ist egal. Okay. 1, 2, 3, 4. Das war's? Tot. Okay. Mach nichts, die Succubus ist tot. Okay. Der Rest ist durch. Ich mach dann gleich den Pile-In noch. Am Ende machen wir erstmal den Nahkampf weiter, damit wir nicht unterbrechen müssen. Genau. So, der peilt nach da rein. Mhm. Die wollen ihn angelutschen, versuchen. Genau, und damit können alle 4 auf den yes. angelutschen schlagen. Genau. Das sind 3, 6, 9, 12 und einen extra. Mhm. Könnt ihr jetzt ins Auge gehen? Auf die 2. Mhm. Die dürfen jetzt aber nichts mehr wiederholen, ne? Nein. Gut, mhm. immerhin. Oder müsste ich jetzt nachgucken sogar, ob der. Aber ich glaube, das geht nur für meine. Okay. Sonst schau gerne nochmal nach. Jetzt einfach 5, ne? Genau. Also alles auf den angekratzt. 2 mit minus 2, ne? 2 mit minus 2. Ja. Haben wir mal direkt hier zwischen. Eine durch, hat er noch 3 Leben. 2 Schaden. 2 macht er. 2 Schaden. Die Hillens machen Platz 2. Okay, dann hat er noch 2 Leben. Ja, das ist bitter, Leute. Nee, das ist. Das ist sehr bitter. Also es sieht nicht nach Output aus, als wäre das. Okay, dann schlage ich da zurück. Ich mache die beide zusammen. Mhm, mach doch. Macht 10 Stück. Auf die 3. Ne, die haben wieder schon 4. Ach, Energieschwert plus 1 Stärke. Mhm. 5 Mal. Auf nee, 2, 4, 6 Mal mit minus 4. 6 Mal auf die 4 Retter. Minus 5. 6 Mal? Ja. Mhm. Das Wunder. Tot. Bochum. Oder alle, ein Schaden oder 2 Schaden? Ein Schaden. Dann sind 3 tot. Ja, dann kann der andere noch draufschlagen. Wieso die 3 sind bloß noch 4 Retter oder nicht? Die waren, haben ach jo, ja, ach jetzt. Es waren 3 durch. Okay, anderthalb tot. Aber einer hatte nur noch ein Leben, ne? Oder? Nee, die okay. ist auch was bei vorhin. Genau. Jetzt hat einer noch ein Leben. Gut. Okay. Dann sind wir da durch. Genau. Ja, der andere kann auch zuschlagen. Es waren beide, ich habe beide gleichzeitig gemacht. Ach so, weil das, ja keine Rolle das ist natürlich interessant. Ja, auf jeden Fall, Dark Ages viel standhafter jetzt, als ich gedacht hätte. Aber haben die Mandrax Obsec? Nein. Dann gehört das Ziel jetzt mir. Warum? Das ist vielleicht nochmal wichtig für die Kamera, weil meine Thermis Obsec haben. Und wie kommst du dahin? Mit Pile-In nach dem Nahkampf. Ach so, nach dem Nahkampf. Das wollten wir doch für die Kamera später machen. Erst. Okay. Genau. Und dann melden wir uns zurück mit Runde 4 der Dark Angels. Wer getötet? Ja, wir die Punkte sagen. Natürlich mit den Dark Elder. Okay, Leute, wir sind Runde 4 jetzt der Dark Elder. Bewegungsphase. Wie hast du dich bewegt, Conny? Ja, die Helions haben Fallback und Charge. Die gehen jetzt hier raus und gucken wir mal, ob wir hier den kleinen Psyker im Nahkampf wegkriegen. Genau. Die Mandrakes sind hier rum. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was, also auf jeden Fall den Marker klauen. Mhm. Weil hier ist Obsec drauf und die kriege ich sowieso nicht weg. Ja. Die Succubus hier ist hier reingesprintet. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe noch keine Erfahrung und ich weiß nicht, wie viel die schafft zu töten, aber wir probieren mal die Thermis. Die Thermis schafft, dann wäre es. Das wäre richtig traurig. Ja, das wäre richtig gut. Mhm. Ja, der Ravenger hier hinten, die wird hier drauf ein bisschen rumjuckeln. Die Trueborn sind hier hintergegangen, dass er die Thermis nicht die nicht mehr sehen und so und halten den Marker ganz entspannt. Genau, das macht er. Hatte überlegt, aber jetzt hier nochmal die Lanzen drauf. Aber wenn wir da sterben, hat er da hinten nichts mehr. Das genau, ja. Ich will die töten, aber es macht einfach keinen Sinn. Gegen seinen Willen, aber er hat sich dagegen entschieden. Okay. Genau, dann schießen wir erstmal ein bisschen. Ja, los geht's. Der Raider hinten schießt 3 Lanzen auf ihn. Oh, also auf den. Ja. Da möchte ich mir für 1 CP den Rettungswurf geben. Der Retter wird angemacht. Genau. Dann sind das 3 Schuss, 1 Reroll über Blackheart. Dann sind das alle. Treffer. Durch den Wald schießt du nicht, ne? Ist jetzt egal, auf die 4 treffe ich trotzdem. Minus 1. Und 2x. So, okay. 2x4 Retter. 2x4 Retter. So. Ach, muss ich mal getrennt machen. Egal. Ach komm, ey. 6 ist das macht einfach keinen Spaß gegen dich, Benni. Ist
Entschuldigung. Mandrax. 10 Schuss von einem Mandrax auf. Jetzt wieder 2 Mordes machen. Ja. Minus 1, weil advanced. Jetzt brauchst du 2 Sechsen, ne? Jetzt brauchst du 2 Sechsen. Auf die 5 und 2 Sechsen will ich sehen. Eine 6 und 2 mal minus 1. Oh oh. Ja, kannst du 2 mal 4 nochmal? Wieder Doppel 6? Der hält. Er lernt es. Nee, definitiv den CP Reroll. Da ist das Ding. Die machen doch einen Schaden nur, ne? Ja. So, 50-50. Ah, dann ist der tot. Nö. Okay. Schade, der hätte noch schön Abwehrfeuer geben können. Ja, okay. So. Doch, das war der. Ja. Naja. Was bist du denn noch einmal so parteiisch, hä? Ich dachte, du bist fürs Imperium. So, wir wollen ein bisschen chargen. Ja. Die chargen hier rein? Er will es. Er ja, natürlich. 5, 7, plus 1, Schussphase. Ja, ist noch nicht mehr so viel. Die warte, ich nehme mal den Würfel hier zur Seite. Nochmal daran. Genau. Ja, die dürften hoffentlich... Haben sie gemacht? Machen sie jetzt was. Die Mandrax wollen in ihn. Ja. Ja, warte, stopp. Wie viel Zahl sind das? 7. Ich bin überlegen, wofür ich meine CP brauche. Aber ich kriege gleich noch einen. Ich habe so recht, ey. Der beste Schätzer. Was denn? Ich sollte Angriffsreichweiten Schätzer werden. Und was war es jetzt? 7. Zur Base, ne? 7, ja. Zur Base. Ja, wenn du ankommst, kriege ich die eh nicht alle weg. Obwohl, ich darf ja auch noch zuschlagen, ne? Was haben die in Rettungswurf? 5. Ach komm! Da ist es. Ich bin gierig jetzt. Ich will den Tod sehen. Feel no pain? Kein, ne? Ja. Dann kann ich alles zusammen. Oder Widerstand 3. Nee, ja. 4. 3. 3. Dann mache ich Bolter und Dingens getrennt. Schwerer Bolter zuerst. Ja, schwerer Bolter. Zwei. Einfach nur 2 Sechsen auf der 3. Nix. Ja, okay. Und dann jetzt aber 6 Sechsen. Pass auf deine Helions auf. Jo. 4. 4 Sechsen nur. Das ist ein bisschen schwach. Ja, ich kenne mich auch anders. Du hast 18 Schuss und insgesamt 6 Sechsen. Ey. Ich brauche diese Höhe. Einer. Nee, du hast wieder schon 3, hast du gesagt, ne? Ja. Die hat Stärke 6. Alle 4. Das haben die 5 Retter jetzt. Jetzt brauchen wir das zurück. Ah. Nein, geschafft. Den Rest kann ich unboxen mit Glück. Ey, das ist so lächerlich. Ja, also Leute, das Glück ist heute nicht mit Conny. Das liegt aber daran, dass es sonst immer mit ihm ist. Aber demnächst, das muss einer wenigstens überleben. Ja. Sonst wird es tight, so tight, dass es schon burnt. Wie viel CP hast du noch für Moralwerte? Ein. So, außerdem habe ich den schon bestehen lassen und du darfst nur einmal pro Spiel. Echt? Stimmt. Hast du schon gemacht. Moralwert-Test bestehen lassen, darfst du nur einmal pro Spiel. Steht drin, liest noch keiner. Ich wusste es auch bis vor kurzem. Die Succubus-Charge ist einfach die Thermis. Ja. Hat's ja gemacht. 6 plus 1 sind 7. Ja, stellt mal auf und dann melden wir uns in der Nahkampfphase. Oder bist du schon direkt bereit? Ich bin bereit. Du kannst dich unterbrechen, ne? Nein. Hallo. Hi. Machen wir erstmal den kleinen Scheiß hier. Hi. Ich kann nicht mehr unterbrechen. So, die Frau des Hauses ist zurück. Hier 7 Attacken. Also erstmal die Helions, genau. Auf die 2 einer nicht. So, was hast du? Stärke 4? Stärke 4. Auf die 4. So, 4 mal, einmal minus 2, einmal minus 1. 2 mal minus 1, einmal minus 2. Ja, so. Also 2 mal minus 1 ist die 3 plus, weil der hat eine 2 plus Hose. Eine Wunde. Ja. 2 Schaden. Schaden, ne? Mhm. Und jetzt der Rettungswurf auf 4 plus, das ist nämlich ein Library mit Rettungswurf. Steht. Ach, ey, das ist unglaublich. Dann da hinten die Helions, die Mandrax 7 Attacken. Mhm. Alle? Und jetzt machst du 7 Sechsen. Macht nichts, die machen im Nahkampf leider keine Mortal. Echt nicht? Okay. Nee. 2 Stück? 2 mal minus 1. 4 plus. Ja, kann ich. So, Succubus. Jetzt kommen wir aber da, wofür wir jetzt alle hier Eintritt bezahlt haben. Genau. So, die hat 6 Attacken. Ja. Die hat bekommen jetzt plus 1 Stärke, hier. Damit hat sie Stärke 5. Das ist echt Wahnsinn, der kommt immer zwischendurch auf seinen Spickzettel. Das ist einfach, weil er sich so viel merken muss. Ohne trotzdem noch die 4, leider. Ah ja, okay, dann war es das sogar die falschen an sich, aber macht nichts. Für jeden Hit macht sie, für jede Attacke macht sie 2 Hits. Also 12, weil sie Razor Flails hat, genau, die machen für jede Attacke 2 Hits aus. Jetzt macht jede 6 beim Treffen, macht, also die hat ja das Relikt mit plus 1 Stärke, plus 1 Damage, heißt die Waffe macht 2 Schaden. Ist das aus Rust oder aus dem Codex? Aus Rust. Okay. Dark Lotus heißt das. Und jetzt macht der Warlord Trade, der ist aus dem Codex. Für jede 6 beim Treffen 2 Mortals. Juhu! So, Black Lotus ist unterwegs auf die 2. Einer nicht. Zwei nicht. Was ist das? Wieso? Einmal Mortals. Und damit endet die Sequenz dann.
Von dem endet die Sequenz. Also zwei Mortals kriegen die Thermisch schon. Ja. Schon mal einer weg. Ja, ja, im Schnitt wären es zwei Sechsen gewesen. Bei dem Wurf wären schon ein paar Sechsen mehr drin gewesen. Ja, einer mehr. Im Schnitt. Und jetzt auf die vier. Heute. Da gibt es keine Mortals? Nein, da gibt es keine Mortals. Das ist nur ein Treffen. Dann noch dreimal minus eins und einmal minus zwei. Okay. Also, Mortals kommen eher am Ende. Ne? Das heißt, jetzt muss erstmal der. Nee, die Mortals kommen sofort. Sofort, dann ist der weg. Weil ist nach dem Treffen. Okay. Ist der dead. Dann so, ist sagen, der raus? So, nee, das habe ich mir doch rausgeholt. Nee, ja, nicht der Attacker. Seit wann das denn? Ja, mach schon. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Mach einfach. Macht aber alles zwei was Schaden. Ist das? Was ist das? Egal. Der macht minus zwei. Minus zwei. Mach den minus zwei zuerst. Mach ich auch. Aufs Schild. Steht. Mhm. Dann macht dreimal aufs Schild. Minus eins, ne? Ja. Ist der, zwei Schaden? Auf ja. Zwei, ja. Dann zwei Schaden für den Schild. Und jetzt zeige ich dir, was ich Schönes mache. Ich konsolidiere 6 Zoll. In irgendeine Richtung, die sie will. In irgendeine Richtung, die ich will. Und bin hier drin. Und jetzt darf ich mit den Thermis nicht mehr zuschlagen. Das ist korrekt. Das ist ja richtig traurig. Ja, ne? Dann schlagen die zu. Ja, das ist richtig. Warum nicht? Ne? Fünf Attacken. Wieso fünf? Weil du nicht gecharged wurdest, du kriegst keinen plus einen Attacke. Richtig. Aber das sind trotzdem mehr als fünf, ne? 2, 4, 6, 8 plus Sergeant sind dann 9, ne? Okay, vier, Entschuldigung. Du hast jetzt dein Todesurteil unterschrieben. 4, 7, 9. Nicht bewegt, treffen auf 2. Okay. Ja, einer nicht. Auch im Nahkampf. Ja. Auf der 3, ne? Auf die 3. Der Widerstand 4. Nein. Okay. Ja. 6 Stück. Mal. Hast du Rüster? Auf 5er Retter habe ich. 5er Retter? 4er Retter, sorry. 4er Retter. So, machen wir die ersten. Wir machen mal die ersten 4. Das sieht, okay. Doch, das sieht doch solide einer aus. Einer. Dann kann man noch die anderen beiden. Ne? Okay, ein Leben weg. Ein Leben, Conny, komm schon. Dann da hinten auf die Mandrax. 5 Attacken. Nee, doch. 4 im Profil und eine für den Charge. Gecharged werden. Minus 1 tritt. Auf der 3. Er trifft auf 2, ich krieg plus 1, weil ich mich nicht bewegt habe, also treffe ich auf 2. Ne? Okay. Weil du dich in einer Runde nicht bewegt hast, deswegen kriegst du plus 1 tritt im Nahkampf. Ja. Das ist Dark Angels. Grim Resolve. Dreimal. Dreimal 5er Retter. Das Wunder. Oh, er schön. Ist gekippt, aber er hat sie leider weggelutscht. Schade. Ich hoffe, der Moralwert hätte den Rest sonst erledigt. Und das war's dann. Ach, hier, Ezekiel haben wir noch. Ja. Boah, da muss ich tatsächlich gucken. Hat der 4 oder 5? Hat er 3 Attacken? Wenn ich meinen Codex. Im Zweifel hat er 7. Gib mal bitte meinen Codex. Wenn die jetzt. Ich habe jetzt 4 Attacken im Angriff. Ich glaube, wenn die jetzt sterben, hast du den Engage auch verhagelt. Nee, hast du noch. Okay, habe ich noch. Komm schon, wo ist er? Dann gucken kurz Ezekiel nach. Hab schon, 3, weil er gecharged wurde. 4. Trifft auf die 2. Mhm. Zweimal. Zweimal. Und Stärke 5 ist nur die 3 dann, ne? Genau. Zweimal. Minus 4. Eine 5. Der erste? Nein. W3. Erstmal W3 Schaden. Ja. Achso, ja. W3 Schaden. Macht er den einen Schaden? So nein, 2 Schaden. Okay, einer tot. Ja, steht. Hallo, steht einer. Kein Thema bei der GEMA. Die abgebrochene Base nehmen wir weg. Genau. Und dann okay. Melden wir uns jetzt Runde 4 der Dark Angels Ende der Bewegungsphase zu. So Leute, so viel Action ist tatsächlich nicht mehr. Er will sich hier aus dem Nahkampf zurückziehen, aber die Succubus hat das als Fähigkeit, oder? Genau, alle Haggashin haben das als Fähigkeit, also alle Witches haben das als Fähigkeit, also Witches und Succubus. Mhm. Wir würfeln jetzt gegeneinander und Benny muss höher würfeln als ich, sonst darf er sich nicht zurückziehen. Okay. Und die haben das als im Code. Früher war es nur gegen Infanterie. Jetzt dürfen das gegen alle aus. Auch hier. Eins? Alles außer Titanisch. Okay. Alles klar. Ja, dann leg du vor. Da machen wir einen geilen Würfel jetzt. 3. Das sind 3. Du brauchst 50-50. Darf man doch nicht wiederholen, ne? Ach, nein. Höher müsste er, ja. Man muss höher. Aber da ist die 5. Hast du was anderes erwartet? Ich bin heute top eigentlich in Form, nicht. Mein Freund. Nee. Ja, top sicher. In Form. Okay, Leute, dann bewegt ihr das nochmal und dann nehmen wir uns gleich zurück. So, Leute, Runde 4. Also, Thermis besetzen die Mitte. Er hat den Heavy Bolter angesetzt für den Ravager. Und diese stehen geblieben. Ja, da hat er es rausgeschafft. Azrael macht hier den Backup und jetzt wird quasi im Nahkampf gesmited. Das noch genau, erstmal machen wir einen Smite. Genau, dann wird das Smite. Passt. Kommt wieder für 3 Schaden. Ja. Tot. Dann hat er dieses Spiel einfach mal 11 Mortal Wounds ausgegeben. Für die Eradicators habe ich, um auf Nummer sicher zu gehen, 2 CP ausgegeben, damit sie sich zurückziehen und schießen dürfen. Die genau. Schießen jetzt auf den Succubus. Was? Ich habe noch CP, ne? Hm? 1 CP für minus 1 CP. Okay, der Multimelter, der trifft eh mit minus 1 auf die 4. Keine Rerolls diesmal, Azrael war zu weit weg. Ja. Auf die 2. Zwei. Zweimal. Zweimal, vierer Retter.
Dann bekommst du 2 plus W6. Ja. Succubus weggewischt. Genau, so, dann haben wir sonst nichts mehr zum Schießen, außer den Heavy Bolter, der geht nochmal einfach so. Für Spaß, sagst du immer, ne? Auf die 2 und auf die 5, ne? Einmal minus 1, 2. Ja, 2 Schaden, geht auf 9. Und das war schon die Runde. Genau. So, jetzt ist die Frage. Punkte? Ja, Punkte machen wir noch. Und dann melden wir uns Runde 5 zurück. Also die Runde ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Eine Sache können wir noch machen, und zwar um dem Benny hier nochmal Punkte für 15er Runde zu verwehren, indem er mit dem Ravager nochmal auf den Kollegen Schweißfuß hier schießt. Genau, das sind 3 Schuss Lanze. Genau. Das sind alle 3. Und auf die 3, ne? Ja. Der erste, den reroll ich mit meinem CP von dieser Runde. Was er machen, hat er gemacht. Einer und die anderen beiden. Dreimal minus 4. Ja, da habe ich nichts, weil ich verpasst habe zu advancen. Dann sind da schon mal 9 Schaden ohne. Explosion ist egal. 9 plus 11. Dann kriegst du schon noch mal ein paar Punkte. Nee. Nee, du kriegst einfach weniger. Du kriegst aber für einen Charakter oder Fahrzeug. Nein, immer noch im Nahkampf. Immer noch im Nahkampf. Ach so. Genau, deswegen. Er hat es nur gemacht, damit du nicht 15 Punkte jetzt machst. Genau. Das war alles, was er machen konnte. Ja. Ja, und 5. Runde denke ich mal auch der Dark Angels. Engage bekomme ich nicht mehr, weil ich habe nur noch 2 Einheiten. Genau. Ja, ich kriege hier einmal 5 Punkte, weil ich den jetzt 5 Runden in Folge halte. Ja. Assassinate kann ich nicht mehr machen. Und du bekommst, achso, nee, das ist am Ende der Runde. Genau. Wie viele du hältst, aber kommst du bis auf den Marker da hinten? Ja, aber dann muss ich, ich versuche es mal mit den Thermis zu advancen. 6. Wäre 11 Zoll. Ja. Durch den Wald 9, ne? Aber das wird nichts, auch außenrum, ich habe dumm gestellt. Selbst in der 11 nicht. Ja, dann gibt es einmal nur 10 Punkte noch. Dann gibt es noch 10 Punkte. Das war doof, dass ich nicht advanced. Und töten schaffst du auch nicht diese Runde, ne? Oder kriegst du die Ravager tot? Wir melden uns gleich in der Nachbesprechung zurück, Leute. So, Leute, Nachbesprechung des Spiels. Wir sind wieder da. Wahnsinn, ein Wahnsinnsspiel mit sehr vielen Höhen und aber auch sehr vielen Tiefen. Ja, wir haben das Endergebnis am Start. Wo sind wir bei rausgekommen? Bei 84-80. 84-80 für die Dark Angels. Wahnsinn, also ich habe das nicht kommen sehen tatsächlich. Ich dachte, über die Primary, über die primäre Mission ist das, dachte ich, sind die da Drukhari weit vorne. Ah, lag aber auch viel am Würfeln jetzt dieses Spiel, kannst du mir sagen. Ja, damit. Also pass auf, 2 Sachen würden wir jetzt an dieser Stelle nochmal sagen. Einmal, die eine Sache werdet ihr vor dem Wettbewerb tatsächlich, oder ihr werdet sie jetzt schon gesehen haben, das ist der Plan. Falls ich es irgendwie vergessen sollte, wir hatten schon gestartet. Und da ist der Conny mit seinem Flieger. Ihr habt ja gesehen, in diesem Spiel hat er jetzt quasi nichts, also tatsächlich nichts gar gemacht. Gar nicht. Nicht eine 4 Plus gewürfelt. Ne? Und in dem ersten Start ist er direkt rübergeflogen, hat irgendwie zwei Bikes rausgenommen, Tammy rausgenommen. Ja. Und aber richtig. Mit dem ersten Wurf gleich in Apotheke auf die 4 und dann 6 Schaden und dann war er direkt tot. Und da haben wir auch gesagt, boah, das ist so krass, weil er hätte keine Bikes wieder geholt. Da wären auch nur die ganze Zeit 4, 5 Bikes rumgefahren. Da hätte die Dark Angels lange nicht... Meine ganzen guten Philopane-Würfe wären nicht gekommen. Genau. Ja. Also es hat sich, da denke ich mal, schon als richtig zum Leid Connys, muss man sagen, erwiesen. Dass macht nichts. Eigentlich hätte ich gewonnen, das weiß ich. Aber dann wäre das Spiel auch nicht so gut gewesen. Genau, das werdet ihr nochmal sehen. Und deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht so viel auf die Würfel eingehen. Ich denke mal, auch das ist ein Thema, wo man schon gesehen hat, dass es leider heute ein kleines Ungleichgewicht gab und wir können auch nicht alles irgendwie über Skripten. Wir wollen natürlich trotzdem den Spielfluss zeigen. Mhm. Von daher wäre einfach mal... Passiert halt mal, ne? Ja. Genau. Aber meistens passiert das so ein bisschen so, ein bisschen so. Also Conny hat es in 9 von 10 Spielen genau andersrum. Von daher kann er das heute mal verkraften. In jedem Fall kommen wir jetzt zur Nachbesprechung und würde ich erstmal sagen, Benny, du hast gewonnen. Von daher finde ich das recht. Wie hast du das Spiel empfunden? Auch die Mission, die Drukhari als Gegner erzählen. Also anfangs ganz im Gegenteil zu Space Marines. Nicht, sie kennen keine Furcht, sondern sie haben viel Furcht. Ich wusste halt nicht, was mich erwartet. War ein bisschen geduldiger. Also ich bin davon ausgegangen, dass er zu mir kommen muss. Mhm. Im Feuergefecht war ich einfach besser. Vor allem auch durch die hohe Kadenz der Talon Master konnte ich den ganzen Schmutz da wegschießen. Die sterben wie die Fliegen tatsächlich. Gut. Und am Ende muss ich dann doch irgendwann rauskommen, um auch mal die Primaries zu punkten. Hat ganz gut geklappt. Die Würfel waren heute mit mir. Aber ich kann nur noch mal sagen, für den Imperator, für den Löwen. Ne? Selbst schuld, wenn man sich andersrum entscheidet. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Drukhari. Ich denke, da können wir auch noch mal das ein oder andere Wort verlieren. Man hat heute ein paar Sachen sehen können.
Vielleicht unabhängig jetzt nochmal vom Würfeln, Conny, wie hast du das Spiel empfunden, vom Spielfluss? Und was waren so Dinge, die du eigentlich gerne auch so vom Output zeigen wolltest, was du vielleicht gar nicht so zeigen konntest? Auch? Ja, also einmal der Flieger war halt jetzt einfach mal ein Test. Mhm. Ich habe jetzt vorher 2-3 Spiele mal im TTS gemacht und einen noch gegen bei uns im Club, gegen Necrons. Jetzt den Flieger einfach mal. Ja, beim ersten Mal lief es ja eigentlich ganz gut. gut. Ist halt, ja, kann man mit spielen, ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Jetzt, wenn du hast jetzt einmal ein gutes Ergebnis damit gehabt. Ich glaube, es kommt halt aufs Konzept. Also man kann ihn auf jeden Fall einpacken. Das ist halt so ein bisschen. Darf ich kurz was sagen? Mindgame. Also dieser Flieger, der hat mich schon wirklich abgefuckt ganz am Anfang. Oh, Entschuldigung für das Wort. Also der hat mich, ist der leicht ungefähr. Gut, leicht. Also der hat mich schon ziemlich fertig gemacht zu Beginn. Und allein diese Space Marine Armeen, die meisten basieren ja auf dieses Bubble-Konzept. Und das reißt ja eigentlich völlig auseinander, weil der mindestens einmal zu Beginn des Spiels richtig Schaden reinhaut. Ne? Also wenn man jetzt nicht bescheiden würfelt, halt, wie in diesem Spiel zu sehen, aber das ist ja nicht die Regel. Ja. Also dafür ist halt da, um zu sagen, okay, ich reiß die Bubble ein bisschen auf. Dadurch, dass dann manche Marines sich dann vielleicht breiter aufstellen, die Augen nicht mehr einhalten können, das ist halt so ein bisschen das Mindgame dahinter. Ja. Ja, ansonsten, die Trueborn sind gesetzt im Raider mit immer auf 2 Treffen. Ja. Ja gut, die Hagashin konnte ich heute nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, hier mit denen auszusteigen und in die Mitte zu rennen. Ja, mit den Witches, genau. Genau. Aber irgendwie musste ich da auf den Marker, beziehungsweise wollte dann die eine Runde halt da ausharren und brauchte den Raider für den Charge. Was ist denn man jetzt theoretisch von denen, auch wenn sie den Nachkampf kommen? Was kann man sich so vorstellen? Ich weiß gar nicht, was habe ich heute gewürfelt? War nicht wir wichtig. Hätten plus eine Attacke gehabt, also wären und plus ein Toughness. Also die liefern eh schon mit Toughness 4 rum, das ist okay. Die hätten dann jeder 4 Attacken im Nahkampf gehabt, 2 Hagashin-Waffen waren dabei und noch ein Agonizer. Also da wären halt um die 45 Attacken. 45? So um den Dreh. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. 40, 45. Stärke 3 nur mit minus 1. Okay. Außer halt die Hagashin-Waffen, die machen, die eine hat Stärke 5, minus 2, ein Schaden. Die hatten noch ein Relikt dabei, das ist halt auch aus dem Book of Rust. Für 1 CP kann ich quasi wie so einem Sergeant in einem Marine-Trupp ein Relikt geben und nur bei Drukhari ist es tatsächlich wirklich gut, was du denen geben kannst, nämlich einfach, der Gegner darf sich gar nicht zurückziehen. Also es wird nicht gewürfelt, sondern er bleibt einfach im Nahkampf, wenn ich das will. Das ist fies. Und ich muss damit nur einmal treffen, was mit 4 Attacken auf die 2 plus. Ja, so, also, wie er heute gewürfelt hat, ja, alles ist möglich. Ja. Ich glaube auch normalerweise, wenn ich den Flieger spiele, würde ich die Ravager rausnehmen. Also ich würde eins von beiden einfangen, weil beides braucht man, glaube ich, nicht. Dann normalerweise, die sind jetzt leider noch nicht fertig, weil die Box auch später ankam, ist ein 5er oder eher 2 5er Trupps in Kubi gesetzt. Mhm. Die hätten halt heute auch nochmal ganz schön rasiert. Was kostet ein Flieger? 170? 185 Punkte. Und was kostet ein Kubi-Trupp? 80. Ja, okay. Also ich kriege für den Flieger 2 Inkubi-Trupps. Über Spiel raus mit Rennen angreifen und so muss man vor so 2 Fünfer-Trupps Inkubi einfach viel Angst haben. Auch und so, die machen auch viel mehr als dann so Flieger. Ja. Ne? Okay, ja. Ja, das wäre das. Und ich habe jetzt heute 4 Charaktere eingepackt, die alle auf Nahkampf getrippt waren. Würde ich, glaube ich, nochmal, also ich sag mal 2 bis 3 reichen, die halt wirklich im Nahkampf Output haben und dann einen vielleicht als irgendwo für eine Bubble hinten für CP Regain den Archon oder so. Oder halt auch nur 3 Charaktere generell, damit Assassinate nicht so interessant wird. Mhm. Weil am Ende waren es halt, ich sag mal, die Secondaries, die das Spiel halt noch mitgedreht haben. Also mein Dark Elder Secondary hat halt nicht so ganz gepunktet, weil ich einfach nichts im Nahkampf getötet habe. Mhm. Was ein bisschen traurig war. Mhm. Ja, das. Von daher war ein gutes Spiel. Gefühlt so von außen waren auch die Bikes, konnten, glaube ich, nicht so das zeigen, was sie wollten. Oder so hättest du die jetzt anders gespielt oder was mit denen anders gemacht? Also unabhängig davon, dass die Angriffswürfe da einfach leider sehr, sehr suboptimal waren. Ja, also gut, das kennt ja, glaube ich, mittlerweile fast alle, dass die Bikes halt auch drüber fliegen können und dafür Mortal Wounds auspacken. Da ist halt eventuell mit den Helions, wenn man da eine 20er Einheit spielt, nochmal interessanter. Aber eine 12er Bike Einheit, klar, über die Thermis. Wenn sie noch alle da sind, gibt es halt 6 Models. Mhm. Ist halt auch ganz nett. Oder halt, um Charakter rauszunehmen. Aber irgendwie dadurch, dass Benny da halt 2 Runden hinter der Ruine quasi nur geparkt hat, war auch das
schwierig. Es wäre ja gegangen, aber es hat halt einfach wenig Sinn gemacht. Absolut weil bescheiden gewesen für mich. Ne? Also Dark Elders sind, glaube ich, ein richtig mieses Matchup für Dark Angels. Ja, also ich hätte reinfliegen können, aber die Termis hätten danach die Bikes halt aufgeraucht. So, und das wollte ich erst vermeiden. Ja. Also mal gucken. Es gibt noch viele Sachen, die man im Codex, und das muss man einfach mal testen, was so gut harmoniert. Genau, also in jedem Fall haben wir es ja auch angekündigt, beide hatten nicht ihre 100%-Liste, die sie eigentlich spielen wollten, sag ich mal. Ich denke mal, sowieso bei den Dark Angels muss ich die 100%-Liste oder die richtig turnierfähigen und runden Listen erst eh noch finden, weil da so viel an Rumprobieren und Optionen einfach am Start ist. Man weiß gar nicht, was man alles mitnehmen soll. Das geht genau, nicht. Man kann ja wirklich... Bei dir ist es noch schlimmer, ne? Ja. Man kann in alle Richtungen irgendwie, sage ich mal, da was entwickeln. Und ihr werdet die auf jeden Fall, wenn Conny Zeit hat und natürlich auch, wenn Lim in Zukunft seine Drukhari am Start hat, die in nächster Zeit öfter sehen. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall auch lohnen, dass wir das zeigen, weil das einfach eine Streitmacht ist und eine Fraktion, die wir in Zukunft sehr, sehr viel wieder auf Turnieren sehen. Ich denke nicht, weil jeder die spielen will, sondern weil diese Armee auch von vielen Leuten einfach besessen oder weil die haben, ne, im Schrank haben. Und die jetzt lange eher so, ja, muss man schon Mut haben, mit denen, sage ich mal, auf Turniere zu fahren. Bis dann die neuen Eldari kommen, das wird wieder schlimmer noch. Genau, da haben wir noch ein paar Monate. Genau. Die Mandrax, würde ich nur sagen, die würde ich auf jeden Fall immer wieder einfach, also mindestens ein Trupp ist gesetzt von den Mandrax. Einfach dieses Infiltrieren vorher und dann... Scramblen hast du automatisch damit. Genau, also du kannst mit einem Trupp halt quasi scramblen. Der kann das einfach alleine voll machen für 75 Punkte. Genau. Und einfach infiltrieren und wenn sie da nicht passen, nehme ich sie halt einfach einmal runter und kann dann wieder shoppen. Ja, eine Runde später ist einfach fantastisch. Ja, kostet nichts. Die fand ich auch unabhängig, wie alles gelaufen ist, die VIP-Einheit. Ich denke mal, vor allem die Hellions und auch die Sukubi oder auch den Drasar, den wir leider heute auch nicht in Action zeigen konnten. Das sind so Dinge, die wird bestimmt nochmal so kommen, weil wenn man die ansetzt, dann machen die halt auch richtig Schaden. Und dann ist das Spiel hinten raus einfach auch ein ganz anderes. Aber am Ende des Tages ist es ein Würfelspiel, das kann halt passieren. Wir haben mehrmals überlegt, ob wir das Würfelset wechseln, aber Conny hat gesagt, nein, die müssen jetzt einmal hier in Stahl gebadet werden. Die neuen Drukhari-Würfel, ja. Genau. Und jetzt bleiben sie im Schrank. Genau. Vielleicht ist deine Ära auch vorbei mit dem neuen Codex. Nee, man weiß es nicht. Die grau-gelben Pathfinder-Würfel. Ja, die kommen zurück und dann... Ah, dann ja. Genau. In jedem Fall, Leute, hoffen wir, dass wir euch heute zeigen können, was Dark Angels und Drukhari schon so können und was da in Zukunft auch noch mehr geht. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommis, jederzeit runter. Wenn euch gefällt, was die Kings of the Hill machen, dann geht auch gerne mal auf www.ko-fi.com/kingsofthehill. Da könnt ihr rechts oben unter Support einfach entweder nach wie vor auch euch monatlich einschreiben und gebührenfrei spenden oder einfach eine einmalige Spende eurer Wahl. Das geht dann ganz locker per PayPal machen. Da kommt schon echt einiges von euch irgendwie rein. Das ist echt cool. Und da findet ihr auch unser ganzes Angebot von Listenschreiben, Coaching und was noch alles da ist. In Zukunft auch unser Merchandise. Von daher vielen, vielen Dank für den Support da. Und ja, mir bleibt einfach nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier gezockt habt, ihr beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch dabei zu sehen. Wie immer, ne? Und gerne wieder. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch jemanden grüßen? Schaut aus. Ja, wir grüßen mal unseren Club und hoffen, dass es demnächst weitergehen kann. Auch mal mit Turnieren. Wir mal wiedersehen. Vor allen Dingen, jetzt hat man endlich mal einen schönen Codex mit Dark Angels und es gibt keine Turniere. Traurig. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Genau, wir hoffen alle, dass sich das bald ändert. Und für alle Leute auch im Dortmunder Raum, sage ich mal, oder auch noch ein bisschen was von der Anfahrtszeit cool ist, wenn ihr einen richtig coolen Club sucht, wo ihr alle möglichen Spieler von Anfänger bis, sage ich mal, fortgeschritten und alle möglichen... Schön, dass du Anfänger auf Benni zeigst. Ja. Umso peinlicher für dich heute. Genau, check mal die Pathfinder aus. Es wird erstmal ein bisschen dauern, weil die Anfrage ist, glaube ich, groß beim Club. Aber ja, wir haben bis jetzt, glaube ich, noch 8 oder 9 Leute, die aufstehen und uns beitreten möchten. Mhm. Was leider momentan halt noch nicht geht. Ne? Ja, aber wir können momentan leider nicht unsere wöchentlichen Treffen freitags abhalten. Aber in jedem Fall, sobald es wieder geht, sonst schaut ihr auch mal vorbei. Ich glaube, freitags ist immer der Spieltag. Eigentlich freitags, ja. Und mit Anmeldung, wenn es wieder geht. So kann man dann mal gucken, genau. Genau. Von daher vielen, vielen Dank, Leute. Wir gucken zusammen, sind für heute raus und wir melden uns bis beim nächsten Mal. Macht's gut, schönen Abend. Ciao. Bis dann. Egal was jetzt kommt. Deathwatch. Egal was jetzt kommt. Deathwatch. Egal was jetzt kommt. Deathwatch.